Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Jam im Jugend- und Kulturzentrum hier in Meppen. Eingeladen hat der Paritätische Wohlfahrtsverband mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle und das Jugendzentrum Jam. Wir wollen einen interessanten Abend mit Ihnen und euch gestalten und wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen und ich wollte euch so schön ankündigen mit einem Applaus. Ach so. Und jetzt steht ihr schon neben mir, das üben wir nochmal. Also nee, so schickst geht's nicht. Jetzt wieder Paul, also ja. So, also das müssen wir, also okay. Wenn schon gebührend, ne, das ist ganz, ganz wichtig. Begrüßen wir Sie, gönnen, meine Damen. Wir gönnen dir deinen Auftritt. Ja. Begrüßen Sie mit mir zusammen den André Weltersig und wir haben Paul Lücke dabei. Mensch, guck mal, wie spontan wir das gemacht haben. Wahnsinn. Ein wunderschön. Hi. Ihr Lieben. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle hier im Emsland betreut über 200 Selbsthilfegruppen und wir haben uns eben ganz, ganz kurz schon unterhalten, Paul. Es ist so, dass wir natürlich nur Menschen helfen können, die schon therapiert sind und wir machen aber sehr, sehr viel Elternarbeit. Und ich würde ganz gerne von dir nochmal eben wissen, weil du diesen wunderbaren oder Vorsitzender dieses wunderbaren Vereins bist, Stigma e.V., sag mir ganz einfach, wie wichtig ist Elternarbeit eigentlich? Ja, eine von drei Säulen, würde ich sagen, um wirklich aufklären zu können. Ne? Also es geht um die Betroffenen selber, natürlich, das ist unglaublich wichtig. Aber um wirklich nachhaltig aufklären zu können, muss man die Eltern natürlich mit ins Boot holen und in einer Familienstruktur arbeiten. Ja? Das heißt, Abhängigkeit, Konsum und die Themen des Lebens ja sowieso werden nur in der Familie ausgehandelt. Deswegen ist es elementar, dass Eltern ja auch auf Augenhöhe mit den Jugendlichen reden können über das Thema vorurteilsfrei. Ja, und du wirst es am besten selber wissen, ne? Frei von Scham und auch Schuldgefühl. Ne? Das ist ein elementarer Teil der Elternarbeit auch, zu sagen, du bist nicht schuld, sondern und diese Last auch zu nehmen. Unglaublich wichtig. Ja. Mhm. André, jetzt bin ich natürlich bei dir und ich komme so ein bisschen auf den Bezug der Eltern. Und wenn ich so ein bisschen in deiner Bio gelesen habe, dann ist es so, dass du irgendwann zu Hause rausgeflogen bist und dann viele, viele Jahre auf der Straße gewesen bist. Sag mir, wie wichtig wäre dir gewesen, dass die Eltern da gewesen wären? Also wäre schon vom Gefühl her wichtig gewesen. Meine Mutter hat versucht, oder es war weil der hoffnungsvolle Gedanke, jetzt muss er doch wach werden. Jetzt muss er es doch merken, wenn er keinen Platz mehr hat zum Schlafen, irgendwie, jetzt muss er doch mal nachdenken und sein Leben in die Hand nehmen. Und ich habe mir gedacht damals, jetzt erst recht, so, weil halt auch keine Kommunikation stattfand und nur Negativgefühle irgendwie geherrscht haben. So, und ein Unverständnis auch mit dem Umgang der Situation. Meine Mutter hat davon von Tuten und Blasen, also was Thema Drogen angeht, gar keine Ahnung. Mhm. So mittlerweile viel, aber also für ihr Alter sehr viel sogar. Aber das war damals so die Barriere halt. Ne? Und da sind wir beim springenden Punkt von gerade. Das ist natürlich der erste Teil auch der Arbeit mit Eltern im Rahmen der Prävention. Also schon in der Prävention und Aufklärung im Rahmen der Schularbeit. Wirklich auch zu informieren. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie dann, wenn es schon passiert ist, damit richtig umzugehen, sondern vorher einfach auch schon bereit zu sein, irgendwie auch menschlich damit umzugehen mit diesem Thema und ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe eben. Ja, und das ist deswegen auch unsere Schularbeit eigentlich immer gerne mit Elternarbeit auch zusammen und die dritte Säule sozusagen auf jeden Fall natürlich die Lehrer. Also das Bildungspersonal muss auch mit einbezogen werden. Falls im Schulalltag das natürlich auch dann eine Rolle spielt, dass man eben auch dort auf Augenhöhe miteinander sprechen kann und vorurteilsfrei. André, jetzt ist es so, wenn man deine Bio liest, dann ist es so, du hast viel auf der Straße gelebt und. Jetzt halte ich in der Hand ein Buch, Spiegel-Bestseller. Das sind zwei Welten. Ja, das sind zwei Welten. Erzähl mir so in einem Satz vielleicht noch eben ganz, wie bist du drauf gekommen, zu sagen, okay, jetzt schreibe ich was. War das eine Idee von dir? War es dir ein Bedürfnis? Ist jemand auf dich zugekommen? Schreibt man so aus heiterem Himmel ein Buch? Du hast viele richtige und falsche Antworten genannt. Also ja, es war mir ein Bedürfnis tatsächlich. Ich wusste es aber noch nicht, bis ich gefragt worden bin, ob ich meine Geschichte nicht vor der Kamera erzählen wollte, weil wenige Jahre zuvor habe ich das in Form von einem Rap-Label sowieso schon tagebuchmäßig
mal rausgehauen, so die einzelnen Geschichten, noch zusammenhangslos und nicht sortiert chronologisch, aber ja, und daraufhin bin ich gefragt worden, ob ich das nicht als in Videoformat erzählen möchte. Und dann sind wir bei Videoformat. Der junge Mann neben mir hat über 50.000 regelmäßige Abonnenten bei YouTube und seine Videos gehen total viral mit über 300.000 Klicks pro Video. Das ist natürlich Wahnsinn, aber das ist auch natürlich ein bisschen Druck, um da zu liefern, ja? Ja, aber dafür habe ich ja viele Baustellen. Ich darf diese Arbeit machen, es geht noch in Richtung Film jetzt, ich werde noch ein zweites Buch schreiben, hoffentlich nächstes Jahr ist der Plan. Ja, sowas steht an. Und ich bin live auf Twitch, jetzt hoffentlich wieder regelmäßig, war sehr schwer schmerzbelastet in den letzten Monaten und konnte kaum arbeiten, aber jetzt halt wieder und bin ich live auf Twitch, das wird auf YouTube verarbeitet. Desto schöner, dass du heute hier bist. Ja. Paul, erzähl noch ganz kurz was zu deinem Verein. Also A, ist es uns natürlich ein Anliegen, dass du heute auch noch mal deinen Verein vorstellen kannst. Ich habe gesehen, hinten liegen Flyer. Yes. Was ist ganz, ganz wichtig? Was müssen wir noch wissen, bevor wir starten? Was sollt ihr wissen? Also vieles steht natürlich in den Flyern, die liegen dort. Mir ist wichtig, ins Gespräch zu kommen. Ja? Und dafür stehen wir auf jeden Fall als Stigma e.V. In die Orte zu reisen so, und gerne auch mehr in unsere Heimatstadt Osnabrück. Aber insgesamt ins Gespräch zu kommen, ja, über das Thema und einen anderen, einen menschlicheren Umgang damit in der Gesellschaft hinzubekommen. Ja, und dann in die Zukunft zu gehen mit vielleicht einem Austausch auf Augenhöhe und auch strukturellen, nachhaltigen Veränderungen, abgesehen von der vielleicht bald kommenden Legalisierung von Cannabis. Aber da gibt es natürlich, ja, jeder weiß das, ich glaube, hier sitzen viele, die in dem Bereich arbeiten, viele Dinge, wenn wirklich dieses System auf den Menschen ausgelegt werden soll, viel Reformbedarf. Ja. Danke. An dieser Stelle, meine lieben Damen und Herren, möchte ich noch mal ganz, ganz kurz Danke sagen, und zwar an Noah Holtmann und an Judith Berger. Die beiden haben das Ganze nämlich organisiert und die haben mal einen richtig kräftigen Applaus verdient. Denn die sorgen nicht nur dafür, dass wir heute Abend hier eine tolle Besucherzahl haben, sondern so, dass wir auch morgen im Theater gut 1200 Schüler in drei Vorträgen haben werden. Also dafür herzlichen Dank euch beiden, dass ihr das so toll organisiert habt. Ihr Lieben, wir quatschen nicht weiter. Zwischendrin haben wir vereinbart, dass Fragen gestellt werden dürfen. Ich komme dann immer mal wieder und würde mich freuen, wenn dann auch Fragen da sind, eben sich melden. Dann komme ich mit dem Mikro runter. Ansonsten sehr, sehr viel Spaß, André. Dankeschön. Genieß es. Das Meppener Publikum ist immer lieb und nett und die sind dir wohlgesonnen. Dankeschön. Willst du die Präsentation aufhaben? Oder bringt dich das nicht weiter? Das kannst du erst mal lassen. Hier unten sind die Videos. Okay. Siehst du auch welches? Welches? Genau. Okay. Ja, da ist er doch. Da ist er. Wir könnten auch einfach das laufen lassen als Diashow. Ein wunderschön. Irgendwo in Hannover. Früher Morgen, Herbst 1995. Das Blut läuft dünn wie Wasser aus den Einstichstellen an meinen Arm und Handrücken. Immer wieder jage ich mir die Nadel im Schein der Straßenlaterne in den linken und dann in den rechten Arm. Am liebsten würde ich die Nadel in der Halsschlagader ansetzen. Aber dazu bin ich auch mit Spiegeln nicht mehr in der Lage. Meine Hände zittern und vor meinen Augen verschwimmt alles. Tränen schießen mir in die Augen. Durch den Nebel in meinem Kopf sehe ich den Sensemann auf mich zukommen. Jedes Mal, wenn ich mir die Kanüle ins Fleisch bohre, kommt er einen Schritt näher. So nah, dass ich glaube, ihn berühren zu können, wenn ich die Hand nach ihm ausstrecken würde. Trotzdem höre ich nicht auf, mich mit dem Stahl zu penetrieren. Auf dem Asphalt zwischen meinen Füßen glänzt eine Blutlache. Als die Kripo das erste Mal hinter mir vorbeifährt, fingere ich nach der Geldrolle in meiner blutverschmierten, schmutzigen Jeans und lege sie neben mir auf die Bank. Ein schneller Griff in die Socken und knapp 10 Gramm Koks wandern direkt daneben. Ich verstecke beides am Fuße eines Baumes, dann setze ich mich wieder zurück auf die Bank.
Völlig überdosiert und jetzt auch noch mit Bullenstress im Nacken stochere ich in meinen Venen herum. Eindruck schaffe ich bestimmt noch, bevor sie mich verhaften. Wieder und wieder versuche ich mir einen Knaller zu setzen. Doch entweder steche ich durch die Vene oder ich rutsche sofort wieder raus. Ich vibriere wie ein Dildo auf Stufe 3. Immer wieder kommen mir die Tränen und verschleiern mir die Optik. Die Jungs von der Staatsgewalt drehen ihre dritte Runde. Vielleicht habe ich noch 2-3 Minuten, bevor der Bullenstress losgeht. Aber wohl eher weniger. Getroffen. Das Blut schießt in die Pumpe. Ich greife um und drücke mir die komplette Ladung in die Vene. Der Kokain-Express rast mit einem Höllentempo durch meinen Schädel. Langsam ziehe ich die Nadel aus der Vene und das Blut läuft mir am Unterarm runter. Über den zerstochenen Handrücken sammelt sich an der Spitze meines Zeigefingers, tropft dann im Sekundentakt auf den Asphalt. Wenige Augenblicke später stehen 2 Beamte der Kriminalpolizei neben mir. Einer sagt was von Spritze weglegen und Personenkontrolle. Die Worte kommen von ganz weit weg, wie durch einen langen, dunklen Tunnel, der mir am betäubten Schädel endet. Ich stehe auf, schwankend wie ein Volltrunkener. Die Zugfahrt in meinem Kopf ist noch nicht vorbei. Ich krame alles aus meinen Taschen und werfe es auf die Bank. Einer der Beamten schnappt sich mein Portemonnaie und wühlt darin nach meinen Personalien. Natürlich findet er nichts, außer etwa 200 Mark in kleinen Scheinen und ein paar Zettel mit Telefonnummern und AKAs statt Namen. Ich bin müde, völlig ausgelutscht und nur wenige Schritte trennen mich vom Exitus. Also gebe ich meinen richtigen, vollständigen Namen und mein Geburtsdatum an. Ich allein bin nicht in der Lage, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Seit Tagen schon wusste ich, dass der Tod und ich aufeinander zurannten. Aber ich hörte einfach nicht auf, mir diesen Dreck in die Venen zu jagen. Wie von Sinnen kam ich dieser unglaublichen Gier nach, die das Kokain mit sich bringt, und machte innerhalb von knapp 10 Monaten ein zerschlissenes Nadelkissen aus meinem Körper. Es liegt ein Haftbefehl gegen mich vor. Einer der beiden Polizisten will mir die 8 anlegen, doch der andere hält ihn davon ab. Versuchst du wegzurennen, wenn wir auf die Handschellen verzichten? Fragt er mich fast väterlich. Ich schüttle den Kopf und gehe schwankend auf ihr Dienstfahrzeug zu. Die beiden Beamten links und rechts an meiner Seite. Ich bedanke mich, als sie mir die Wagentür öffnen und lasse mich auf die Rückbank fallen. Ein zweites Mal befreite mich eine Verhaftung aus den Klauen meiner Sucht. Dieses Mal rettete sie mir tatsächlich das Leben. Als wir am Waterloo-Platz bei den Arrestzellen ankommen, fordern die Beamten sofort einen Arzt an. Sie sind ziemlich besorgt wegen meines Zustands und es dauert nicht lange, bis ein Doktor in dem kleinen Büro auftaucht und mich untersucht. Nach wenigen Minuten bekomme ich eine 6 Milliliter Dosis Methadon, muss meine Schnürsenkel und meinen Gürtel abgeben und werde in eine der winzigen Zellen gebracht. Ein vielleicht 1,50 breiter Raum, etwa 3 Meter lang, eine Stahlpritsche mit schwarzem Kunststoffbezug, 2 JVA-Wolldecken drauf und das ist alles. Keine Toilette, kein Waschbecken, nur ein Notfallknopf, eine Ampel rechts neben der Zellentür. Aber das alles ist mir scheißegal. Ganze 10 Monate hatte mich die Hure Koka im wilden Galopp durch ihr weißes Wunderland geritten. Jetzt ist der letzte Kokain-Express schon lange abgefahren. Das Methadon kommt wie eine warme Welle über mich. Ich sacke auf die Pritsche, ziehe mir eine der Decken über und schlafe ein. Das war das Intro. Das Tatortprinzip. Kennt ihr Tatortprinzip? Tatort fängt an, klatsch, gibt's erstmal eine Ohrfeige. Aufpassen, der Mord hat stattgefunden, Junge. Immer. Die ersten 60 Sekunden passiert der Mord, immer. Das ist ein Erfolgsrezept. Funktioniert in 300 Ländern, in was weiß ich wie vielen Sprachen. Habe ich gedacht, mache ich auch. Ja, ich habe 3-mal, 4-mal angefangen, das scheiß Buch zu schreiben. 3-mal hab mich zu Tode gelangweilt, wenn ich das selber gelesen habe, die Anfänge. Dachte ich, wie machst du denn das? Ja, so, Tatort, klatsch. So, erstmal klarkommen. Ist ja jetzt auch nicht die geilste Nummer so, ne? So blutend auf der Parkbank.
Also ist der im echten Leben tatsächlich der schrecklichste Moment meiner Drogenkarriere. Genau auf dieser Parkbank, der Morgen. Ich sage danke bei der Verhaftung. Alter, wie arm ist das denn? Achso, wenn ihr keine Fragen habt, wo ist denn die Drogenberaterin aus Meppen? Ist sie heute Abend hier? Ah, hier alle hier vorne. Grüß mal den Olaf von mir. Ja, der wäre heute Abend tatsächlich gerne hier gewesen. Hat es nur zu spät mitgekriegt. Ihr habt keine Fragen? Nehmt ihr jetzt einfach so hin, oder was? Das Intro wirft nicht eine Frage auf. Okay, dann sind wir ganz schön schnell durch hier heute Abend. Also ich habe hier genügend Platz, ich muss Schritte machen. So, ich habe hier so einen Schrittzähler, ich muss Schritte machen, damit ich keine Schmerzen kriege. Also wenn ihr nichts wissen wollt, da ist eine Frage. 200 D-Mark und 4 Gramm Koks, hast du gerade gesagt? Ja, also Koksbeutel, Koksrest und 200 Mark. Was heißt Beutel Rest Koks? Gerade hast du gesagt 4 Gramm. Dann, wo hast du das Geld her gehabt? Wo hast du das Geld her? Karten auf dem Tisch, 4 Gramm Koks. Das Geld habe ich tatsächlich in der Juwelierabteilung der Galerie Horten verdient. Eine Nachtschicht. Aber auch viel genauso. Juweliereinbrüche zum Schluss dann halt in Kaufhäusern, wo du, das ist kein Juweliersicherung, Nothammer. Und dann stehst du an den Vitrinen, Nothammer. Nimm besser 3 mit, weil die brechen schnell ab. Bisschen viel Schuhe genommen und auch Koka. Aber wie bist du dann runtergekommen? Das kommt am Ende der Geschichte. Hast du kompensiert irgendwie Austauschdrogen, weil ich nehme immer so, wenn ich, sag ich mal, besoffen bin, dann nehme ich Speed. Ne? Und nehme ich kein Speed, dann nehme ich was anderes. Seit ich hart drogenfrei bin, ist Cannabis mein einziger Konsum. Ich habe eine Zeit lang auch zu viel Alkohol getrunken, muss ich zugeben. Ja, okay. Also für meine Verhältnisse zu viel. Da habe ich gedacht, so 5 halbe am Tag ist doch gar nicht so schlimm. Aber irgendwie, wenn das die Regelmäßigkeit ist, dann ist das irgendwann, fühlt sich das beschissen an. So, und deswegen bei mir ist es Cannabis. Ich habe auch von Anfang an verzichtet auf andere Substitute. Also kein Methadon, Polamedon, Subutex, Subusone und wie sie Metadick und wie sie alle heißen. Ist alles die gleiche Kette wie Heroin. So will ich nicht haben. Ich wollte auch keine Antidepressiva fressen, weil die kriege ich nach 3 Monaten spätestens noch mehr Depressionen, weil funktioniert gar nicht mehr. So will ich nicht. Dann muss ich dagegen Tabletten fressen und dann kriegst du davon Depressionen und dies. Und dann hast du am Tag dann irgendwann so eine Box voll mit Pillen, die du frisst, nur um über den Tag zu kommen. So habe ich gar keinen Nerv drauf. So, deswegen ist Cannabis immer noch mein Begleiter. Bitte. Kannst du dich an jeden deiner Rauschzustände so detailliert erinnern wie an den du da beschrieben hast? Nee, es gab natürlich auch Zustände, wo wenig Erinnerung dran ist, aber das ist so ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich dann auch in meinem Leben gewesen. Wann sagt man mal Danke, wenn man verhaftet wird? Einfach nur, wenn man selber weiß, okay, geht gar nicht. So, die retten dich gerade, so. Sag mal Danke, das gehört sich so. So, auch wenn ich sie nicht leiden kann, so. Aber ja, also das habe ich schon noch realisiert dann auch, ne? Hast du immer noch dieses Suchtgefühl quasi wie von damals, wo du aufgehört hast, immer noch jetzt heutzutage so? Suchtdruck? Ja. Nee, Suchtdruck in dem Sinne habe ich gute 6 Jahre nicht mehr, seit guten 4 Jahren so verschwende ich schon gar keinen Gedanken mehr, aber ich bin halt auch in der konstanten Auseinandersetzung mit mir und meiner Geschichte und meiner Sucht. Und ich weiß, ich bin vorbereitet die ganze Zeit irgendwie und das ist immer ein Thema und ich vergesse es nicht, dass ich aufpassen muss. So, und das vergesse ich einfach nicht, weil ich es oft genug wiederhole. So, und das laut auch sage. Und das macht halt auch für mich schon einen psychologischen Effekt hat das so. Das laute Aussprechen und das immer wieder laute Aussprechen auch, das hat tatsächlich, das war das Schlüssel des Rätsels Lösung. So, die Kommunikation, die Auseinandersetzung damit und irgendwann war es auch irgendwie abgearbeitet und verdaut und
daraus gelernt und die Punkte erkannt. Okay, da funktionierst du so, da funktionierst du so. Da machst du immer das Gleiche, obwohl es dir nicht gut tut. So meistens mit dem Grinsen, so dumm ist man halt. So die Dinge, die uns nicht gut tun, also lass uns Party machen wir ja sofort. Ich denke gar nicht nach. So, also mein ganzes Leben so. Lass uns irgendwas machen, was mir schadet. Ja, geil. Lass mal ein bisschen Sport machen. Geh weg, Alter. So, lass mal, iss mal gesund. Ach, verpiss dich, du Idiot. So laufe ich nicht mit Scheiße voll. So. Konsumieren war wichtig, nicht fühlen war wichtig. So, und ja, letztendlich ist aber das Einzige, was Sinn macht im Leben. Sonst ist es total traurig und sinnlos. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und ich habe ja schon eine Menge erlebt, aber das soll alles gewesen sein? So, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wann fängt denn das Leben an? Wann fange ich denn mal an zu leben? Hab halt nie eine Perspektive gesehen, wie ich da hinkomme. So. Letztendlich habe ich nicht geglaubt, dass die Kommunikation der Schlüssel ist. Du musst dich mitteilen, ja, Mann, halt deine Fresse, du Spast. Junge, ob ich dir meine Gefühle erkläre oder nicht, ich verstehe sie ja noch nicht mal, wie soll ich es dir erklären? Weißt du, ob ich das mache oder nicht, oder in China fällt ein Sack Reis um. Ja, aber letztendlich ist es genau das, die Konstante. Man muss dabei bleiben und sich auseinandersetzen. Und nicht einmal kurz erzählen und aufhören, ja, dann da passiert nichts. Die konstante Auseinandersetzung damit. Mit all den Rückschlägen, die halt auch dazugehören. Unter den Suchtdruckgefühlen. So, 4 Jahre wäre ich am liebsten, die ganzen Dreharbeiten zu Schore Stein Papier, wäre ich am liebsten jeden Tag rückfällig geworden. Hab vor der Kamera eine Flasche Batida gesoffen. In Milch getan. 4 Liter Milch und eine Flasche Batida. Abends bin ich kotzen gegangen nach den 8 Stunden Dreh. Wer trinkt 4 Liter Milch am Tag? Da musste auch kotzen gehen von. Es lag bestimmt nicht am Batida. Aber ja, so, und da musste ich dann halt auch lernen, drauf aufzupassen. Alkohol hat vorher nie eine Rolle für mich gespielt. So. Plötzlich, das war so mein Ersatz erstmal mit dem Kiffen, zu der Zeit noch 5-6 Gramm am Tag geraucht. Heute sind es so 1,5-2 Gramm. Heute tatsächlich noch viel weniger, scheiß 8 Stunden Zugfahrt. Kannst nicht mal mehr die Fenster runter machen. André, eine haben wir noch. Eine haben wir noch? Ja. Und zwar, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern und wie war der Weg für dich dahin? Welches erste Mal? Nein, also schon dein erster Rausch. Wie war das oder wie war der Weg dahin? Wie war das für dich in dem Moment? Auch tatsächlich mit THC, mit Hasch damals. Wir haben uns immer morgens schon auf dem Spielplatz getroffen, so um 9:30 auf dem Spieler in der Nordstadt, da, auf diesem. Und da hinten siehst du die Tischtennisplatte, da habe ich meinen ersten Eimer geraucht. Morgens 9:30 auf dem Spielplatz. Fupp, erstmal Eimer rauchen. Und dann nach dem dritten Eimer tatsächlich erst, damals waren die Hecken etwas schmaler, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil ich habe vorher schon 2 oder 3 Mal mitgekifft und habe nie was gemerkt. Hab immer gedacht so, muss ich jetzt was vorspielen oder sage ich einfach, ich merke davon nichts so? Merke halt nichts, ja. Dann aber war neugierig, weil die kaspern ja nicht ohne Grund so rum. Voll rote Augen, Süßigkeitenflash, dies, das, labern nur noch Scheiße plötzlich. Das funktioniert ja. Also habe ich nochmal geraucht und nochmal geraucht und nochmal geraucht. Und wie gesagt, so 3. oder 4. Mal rauchen, da auf dem Spielplatz. Ich weiß noch, als der 3. Eimer eingeschlagen hat, lag ich mit dem Rücken auf der Hecke. Und habe mit meinem Kollegen den ganzen Tag bis mittags irgendwann in den Himmel geguckt. Und war voll begeistert von den Wolken. Richtig dicht, Alter, so richtig dicht. Wie alt war ich da? 13. Ja, gerade 13 geworden, so 13,5. So. Die Bekannten oder der Bekannte, der das Hasch mitgebracht hat, wie alt war der? Das hat mal der von der Truppe damals besorgt, aber wir waren so zwischen 12 und 15. Also war es auch in Hannover ziemlich einfach für einen 15-Jährigen an Hasch oder Cannabis zu kommen? Ja. Easy, in jedem Block auf jeden Fall.
So, und ein bisschen ältere Brüder von dem oder dem und der kennt noch einen und da, der Onkel verkauft uns bestimmt auch noch 3 Gramm und halt Standard damals, Standardhasch gekauft. So, aber das war nie wirklich ein Problem, Hasch zu kriegen. Das war eher das Problem, wo kriegen wir das Geld her für das Hasch? So, ja, da bekomme ich, das sind wir erst später dann. So, mit 13 habe ich das noch nicht gebracht. Wie lange hat es bei dir gedauert, von den Weichdrogen auf die Harddrogen umzusteigen und was war der Auslöser? Ich habe mit 13 angefangen, Cannabis zu rauchen, mit 15 Schore, also sprich Heroin. Der Auslöser, tatsächlich könnte man sagen, Gruppenzwang. Ich benutze das Wort gar nicht gern, weil das ist das hat eine Gruppendynamik, ist es eher. Und sich selbst, also die haben mich nicht gezwungen zu konsumieren, ganz im Gegenteil. Der Kollege, der war 12 damals, der die Schore mitgebracht hat, steht so in dem Waschbecken, in dem Badezimmerraum, während er die Folie raucht, sagt er, mach das nicht, das macht voll süchtig. Er ist 12 Jahre alt, ich bin 15, mein ganzer Freundeskreis sitzt da und die rauchen alle die Bleche. So, die hatten mich noch schon außen vor gelassen, weil ich zu dem Zeitpunkt recht wenig Zeit mit den Jungs und den Mädels verbracht habe. Haben mich auch gewarnt und alles. Und so ist es passiert, aus der Gruppe heraus. Das war meine neue Familie. Letztendlich bin ich nach Hannover gerade erst gekommen und habe meine Mutter gehasst, habe ihren neuen Freund gehasst und so weiter und so fort. Und ja, das war so der Punkt, an dem ich da war. Hast du noch Kontakt zu den Freunden, von denen du das damals das erste Mal so mitgeraucht hast? Zu dem Jungen gibt es nicht mehr. Der war einer der jüngsten Drogentoten Hannovers. Der ist 17 gewesen, damals schon 4 Jahre an der Nadel gehangen zu dem Zeitpunkt oder 3. Und aber ich habe Kontakt noch auch zu Leuten aus dieser Zeit, tatsächlich. Da hinten ist noch einer. Und dann machen wir die nächste Lesestelle. Hi. Wir hatten uns überlegt, wie stehst du dazu, Legalisierung von Cannabis? Bin ich voll für. Bin ich richtig für. Also tatsächlich einer meiner guten neuen Freunde in meinem neuen Leben ist Richter Andreas Müller. So. Man glaubt es kaum. Er freut sich immer. Komm mal her. Der Knacki und sein Richter. Ja. André, dann stellt sich ja noch eine Frage, wenn wir noch einmal zurückkommen würden zu dem, was du eben gelesen hast. Da sagst du, du wurdest per Haftbefehl gesucht und die Polizei hat dir dein Leben gerettet. Ja. Da würde mich natürlich brennend interessieren, was war das für ein Haftbefehl? Bist du wirklich auch so im Nachhinein dankbar dafür, dass das Ganze so gelaufen ist, dass die Polizei dich gefunden hat dich quasi abgeführt hat? Einbruchsdelikte, um die erste Frage zu beantworten, alles Einbruchsdelikte, Eigentumsdelikte, Diebstahl. Und hätten die mich nicht verhaftet, wäre ich jämmerlich da dran krepiert. Ich war ja immer noch in der Lage, Galeria Horten nachts zu besuchen, alle 2 Wochen oder 3 Wochen, habe mir die nächsten 80, 100, 150 Gramm Koks hingelegt. Das ganze Gold ist direkt so zum Dealer. Und dann in meine Arme. So, und die hätten, ich habe 48 Kilo nur noch gewogen, ich habe in den Hals geballert. Ich war fix und fertig, nur der Tod auf Latschen. So, und ich war gar nicht glücklich und gleichzeitig total dankbar. So, ich wollte da nicht mitgehen, ich weiß ja, was jetzt auf mich zukommt. Der kalte Entzug vermutlich, was dann nicht kalter Entzug war, aber bei der Koksmenge dann doch irgendwie. Ich habe Monate ganz, ganz mies geträumt, also richtig real mit Geschmack im Mund bin ich aufgewacht, habe nachts die ganze Zelle auseinandergenommen, meine Pumpe gesucht, die mir im Traum jedes Mal runtergefallen ist. So, ich habe zack, Blut angezogen, will gerade abdrücken, werde ich wach. Und dann suche ich natürlich. Ich nehme die ganze Zelle auseinander. So, finden die Kollegen dann so die ersten 2 Mal noch lustig, aber wenn das monatelang anhält, finden die das gar nicht geil, jede Nacht 3, 4 Mal so eine Nummer. Hey, versteh's doch. Wir sind zu der Zeit nicht in Meppen, aber danach war ich erst in Meppen in der JVA, aber in der JVA Fechter. So, da war das ganz, ganz gruselig, die zweite Haft halt, ne, nach diesem Kokainexzess. Wie alt warst du da? Mitte 20.
Das war 95, 96, 95, Ende 95 verhaftet worden, ja. André, vielleicht kannst du, das ist ein guter Stichpunkt, noch mal kurz zurückgehen, auf jeden Fall. Sag mir, wohin? Naja, an den Anfang, da wo du bist. Ne? Du bist in, kommst in Hannover an. Ja, du wurdest nach dem ersten Rauschgefüge gefragt und die Frage natürlich, wie hat sich das entwickelt? Dann, du bist ja jetzt in dem Intro an der Stelle dann gewesen, wo es am extremsten war, aber das hat sich ja, also das hat sich ja nicht von einem Tag auf dem anderen so entwickelt, sondern die Frage, wie von dem ersten Rausch hast du erzählt, wie sich das dann weiter gesteigert hat und du dich auch weiter ja, von dem normalen Leben, ne, entfernt, in Anführungszeichen, hast, ja. entfernt hast. Ja, also direkt nach der Ankunft, auch in der neuen Schule, den größten Chaoten auch von der Schule kennengelernt, mein bester neuer Freund, mit dem dann in sein Viertel in die Nordstadt, auf diesen Spielplatz dort ständig die anderen getroffen, also seine Leute, mit denen er schon damals seine Zeit verbracht hat, also die Clique dann halt. Und bekifft voll gut. Hannover war plötzlich gar nicht mehr so kacke. Der neue Freund meiner Mutter hat mir nämlich auf dem Weg von Sindelfingen nach Hannover seine Wahrheit eröffnet. Meine Mutter geht pinkeln an der Raststätte, er hat mich am Arm festgehalten. Wir sitzen noch in dem Bulli, ich habe den Mann gerade, ich kenne ihn 5 Stunden oder so. Deine Mutter liebe ich, aber du bist ein unerwünschtes Mitbringsel. Ja, geil. Da freue ich mich doch auf Hannover, du Fotze. Ja, und so beschissen hat dann Hannover angefangen. Ich bin 13, ich hasse den neuen Freund meiner Mutter. Mit meiner Mutter mich direkt in die Haare gekriegt, als ich das nächsten Tag angesprochen habe. So, ich dachte, ich lüge, ich habe ja auch schon Fahrräder geklaut und auch so aus anderen Gründen gelogen vorher schon mal. Da hat sie gedacht, okay, der will das nur kaputt machen. Ich habe es auch deutlich gesagt, ich will nicht nach Scheiß Hannover. Ich wollte ja eigentlich da bleiben, bei meinem Stiefvater. Ja, ist alles nicht so gelaufen. Ich bin nach Hannover gekommen mit diesem Feeling auch, dass ich dort nicht erwünscht bin, ungeliebt. All diese Emotionen spielen eine große Rolle. Ich habe das nie so richtig wahrgenommen. Also so, was ist denn dein Trauma? Wo kommt das denn her? Warum hast du denn so einen Bock auf Konsumieren? Diese Stelle, die ich selber mein ganzes Leben lang nicht mal für ernst genommen habe. Ja, der Spast hat Scheiße gelabert. Na und? Hat aber schon irgendwie Spuren hinterlassen. Und das muss man halt erstmal auch rausfinden, so seine Punkte. Ja, aber letztendlich Cannabis die ersten 2 Jahre, dann kam Schore dazu. Ich wusste die ersten 6 Monate nicht, dass Schore Heroin ist. So, das hat mir dann ein Junkie auf einer Treppe in einer U-Bahn-Station im Kröpke erklärt, der mich die ganze Zeit blöd angeklotzt hat. Ich so, was glotzt denn so? Ja, bist du nicht ein bisschen jung? Ich so, für was? Bist du nicht ein bisschen jung für Heroin? Ich so, Mensch, halt dein... Weißt du, halt die Klappe, Mann, du Idiot. Ich rauch Schore. Da lacht er nur. Er war bestimmt auch nicht der Hellste. Aber da hat er mich richtig fröhlichen Gesichtsausdruck gekriegt, mich ausgelacht und sagt so, ja, rauche ich auch. Ist aber das Gleiche. Oh, okay. Schore ist Heroin. Naja, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. So, ich bin schon 6 Monate da drauf unterwegs. Und tatsächlich, der Jüngste im Kreis hat es mitgebracht. 12 Jahre alt, hat ungestreckte Kiloware bei seinem Bruder klauen können. Jede Woche, wenn er neue Lieferungen gekriegt hat, hat er seinen großen Bruder beklaut, hat den Stoff mit in die Clique gebracht. Keiner von uns war je vorher auf der Szene oder hat einen Heroin-Junk, vielleicht im Fernseher. Habe ich nicht hingeguckt, hat mich auch nicht interessiert. Das ist nicht mein Film. So. Ich rauche hoch. Kein Heroin. So, wie dämlich kann man sein, oder? Naja. Und letztendlich muss ich eingestehen, nachdem ich in diesen Waschraum gekommen bin, meine Clique erwischt habe, wie sie halt Schore konsumiert auf der Folie, will ich natürlich mitmachen. Und die ganze Bande sagt mir, nein, mach das nicht, nee, voll dicht alles. Ich denke mir, Alter, was nehme ich richtig mit euch? Wir teilen jeden Öxel Hasch so und jetzt nein? So wie, also sie haben meine Familie, zu Hause geht gar nicht, aber das, da fühle ich mich zu Hause. Und mit zu Hause teile ich halt. So, und plötzlich wollen die das nicht teilen, aber hier ist es irgendwie... Zwiespältig, ich weiß nicht so, eigentlich stehe ich auf einer Bühne und dann bin ich gern ein bisschen dreckiger in der Unterhaltung. So, aber hier traue ich mich irgendwie gar nicht so richtig. So, wenn ihr da Bock drauf habt, kauft euch ein Ticket für meine Tour. Aber letztendlich
habe ich mich einfach in die Mitte gestellt und so lange abgenervt, bis der Kollege gesagt hat, Mensch, halt deine Fresse, du nervst. Ja, okay, funktioniert. Funktioniert in jedem Freundeskreis. Wenn du irgendwas haben willst, stell dich einfach in die Mitte und nerv so lange ab, bis es dir geben. Funktioniert immer. Egal mit was. Naja, mit Geld eher weniger, aber bei der richtigen Drohung musst du nur warten, bis sie eingeschlafen sind. Dann teilen die auch. Ja, auf jeden Fall. Ich habe 2, 3, 4 Mal an dieser Folie gezogen. Bin an der Stelle... sind ja wenige Opiatliebhaber hier, deswegen erkläre ich das Gefühl, was aufkommt. Ich ziehe 3, 4 Mal an dieser Folie. Es wird ganz warm von unten, wie eine Welle. Und nimmt dich so von hinten in den Arm. Alles ist gut. 4 Stunden, genau an der Stelle, wo ich geraucht habe, in die Knie gegangen, Arme um die Knie gelegt, Kopf auf die Stirn einfach oben aufgelegt und habe 4 Stunden gedacht, Alter, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn? So muss ich Leben anfühlen. So bitte jeden Tag. Und von dem Tag an jeden Tag. War ja auch umsonst. Der bringt das ja erstmal mit. Bis wir dann halt alle drauf waren und so hochdosiert haben, dass das, was er jede Woche klauen konnte bei seinem Bruder, nicht mehr für alle gereicht hat. Dann nur noch für wenige Tage, dann nur noch für ihn. Und irgendwann war das nur noch eine Frühstücksration für ihn, was er da klauen konnte. War nicht umsonst einer der jüngsten Drogendrohten. Er hat schon als kleiner Junge einen richtigen Stiefel vertragen, wo du eine ganze Krankenhausstation mit flachlegen kannst. So, alle bleiben liegen, keiner regt sich mehr. 20 Mann. So läuft er noch durch die Stadt. Ja, und das war umsonst. Wie gesagt, keiner von uns war jemals auf der Szene gewesen. Als es dann Geld gekostet hat, also irgendwann hat es dann ja Geld gekostet, klar. Weil der gibt ja nichts mehr her für umsonst. So hatte ich so 2 Optionen im Kopf, klauen oder dealen. Gibt noch eine 3. Kommt ihr drauf? Was hätte ich noch machen können, außer klauen oder dealen? Prostituieren? Hey, ich bin 15, Alter. Obwohl ich... Nein. Komm mir jetzt nicht mit arbeiten gehen oder so. Ich bin 15. Weil was für eine Option gibt es noch? Ich schwöre, es kommt nie einer drauf. Später dann mit dem Rappen, ja. Hat nochmal dann 10 Jahre gedauert. Mensch, aufhören! Hör doch einfach auf! Jetzt musst du es bezahlen, du Spast! Ist doch logisch! 180 Mark, das halbe Gramm! Wie willst du denn das machen? Ich bin 15, ich krieg 30 Mark Taschengeld im Monat. Deswegen, dealen oder klauen. Dann so habe ich mir gedacht, okay, weil klauen war schon so ein Thema für mich so. Habe hier und da schon überall klebrige Finger gemacht, in jedem Kiosk, egal wo ich drin war. So immer aus Prinzip klaue ich erstmal was. So, also habe geübt, bin natürlich auch viele Male auf dem Revier gelandet. Deswegen kam dann, vielleicht dealst du lieber. So, ja, aber um Geld zum Dealen zu haben, musst du erstmal Stoff kaufen können. Um Stoff kaufen zu können, musst du erstmal was klauen. So, was du dann verkaufen kannst, um dann Geld zu haben, um Stoff kaufen zu können, so umständlich, habe ich mir gedacht, das ist doch nervig. Dealst du halt lieber, dann hast du immer nur Stoff, Geld, Stoff, Geld. Nicht den Umweg über einen Laden, dann noch irgendeinen finden, der den Scheiß auch noch kauft, so, und dann dich runterhandelt, ganz mies. Ja, habe ich dann meine ersten 5 Gramm oder 10 Gramm, ich kann mich gar nicht genau erinnern, mir ganz stolz gekauft im Kurdenpark, habe an der Pesola noch 2 halbe Krämer abgewogen oder 3, bin dann losgegangen auf die Szene, das erste Mal auf der Szene, erstmal 2 Stunden so geguckt am Raschplatz. Kennt ihr den Raschplatz in Hannover? Weiße Kreuzplatz? Das ist immer noch auch das Revier, das 11. Revier ist das, glaube ich. Direkt am Bahnhof hinten, wenn du runterkommst, so. Der ganze Vorplatz ist die Szene. Die stehen direkt bei den Bullen auf der Fußmatte. Direkt davor. Die haben verspiegeltes Fenster, also wirklich verspiegeltes Fenster, so auf 3,5 Meter Länge. Diese Höhe, da sitzen die mit ihren Auszubildenden den ganzen Tag,
müssen da irgendwelche Strichlisten machen, abfotografieren, sonstiges, die Leute einfach auf den Schirm kriegen und so weiter und so fort. Also den ganzen Tag stehen die wirklich vor dem Auge des Gesetzes, direkt auf der Fußmatte und machen ihr Geschäft. Fand ich schon irgendwie geil. Das hat mir schon irgendwie imponiert. Ich dachte, wie frech kann man denn sein? Und wie dämlich gleichzeitig. So, warum macht ihr das denn da? So, ich habe dann so eine Dinger mitgekriegt, so aus der Entfernung, ein bisschen wie so ein Typ Ohrfeigen gekriegt hat. Den habe ich weinen gehört über den ganzen Platz. Der Typ, der ihn geohrfeigt hat, ging immer ganz nah ran, hat ganz leise gesprochen mit ihm. So habe ich gedacht, boah, Alter, was ist denn hier los? Zwischendurch mich der eine oder andere von denen, was willst du hier, Mann, geh nach Hause. So, ich sehe halt aus, ich bin jetzt 50, ich werde 50 im Januar. Was glaubt ihr denn, wie ich mit 15 ausgesehen habe? Wie ein Elfjähriger, was macht der denn auf der Heroinszene? Mensch, geh nach Hause, geh weg hier. Ja, ich wollte nicht hören, habe mir das noch ein bisschen angeguckt. Hab dann dem Typen, der Ohrfeigen gekriegt hat und geweint hat, ganz stolz meine ersten Päckchen verkauft im Bustunnel. Und hab dann von dem Typen, also der Typ, der den geohrfeigt hat, der hat mir dann direkt das Geld wieder abgenommen. Ich habe mich kaum umgedreht nach dem Geschäft, wurde ich von hinten in den Schwitzkasten genommen, eine Hand in meine Hosentasche, mein eigenes Messer rausgeholt, ein Stiletto, mir mein eigenes Messer an den Hals gehalten, los ausspucken. Okay. Hab nicht alle ausgespuckt, aber hab ausgespuckt, mein Geld war weg. Und da habe ich mir gedacht, okay, klauen ist irgendwie doch einfacher. So, das brauchst du hier nicht so, voll der Stress. Und letztendlich bin ich auch froh, auch bei dieser Entscheidung geblieben zu sein. Ich habe nie in meinem Leben harte Drogen an jemanden verkauft. Ich habe Kollegen was mitgebracht, wenn ich losgehe und der keine Zeit hat oder sonst was. Aber ich habe nie harte Drogen verkauft, weil letztendlich... Für mich geht das nicht. Cannabis liebend gerne, so viel wie geht. So, aber Harddrogen, das ging irgendwie die ganze Zeit über nicht. Ich will meinen Kunden nicht beim Sterben zugucken. So, ist ein bisschen widerlich, das Geschäft. So. Vor allem, wenn du dann selbst schon wie ein Häufchen Elend vor dem Spiegel stehst und denkst, oh mein Gott, Alter, was ist denn hier los? Ja, ihr müsst euch vorstellen, vom anfänglichen Konsum so in diesem Waschraum, was wir uns da geteilt haben, 01, 02, über den ganzen Tag gereicht, voll dicht, so richtig dicht, so dass ich echt abends noch später nach Hause gehe, bloß dass keiner merkt. So. Und bei der Verhaftung, bei der ersten Haft, als sie mich verhaftet haben, war ich 5 Gramm am Tag. Das hier. Das bedeutet, nee, rauchen auf Folien, Koks ballern später, aber Heroin immer nur am Rauchen. Und 5 Gramm oder ein bisschen mehr, auch manchmal 5, 6, 7 Gramm Heroin wegzurauchen an einem Tag, du brauchst 8 Stunden. Das ist ein voller Arbeitstag, nur konsumieren. Nur an der Folie hängen. Ein ganzer Arbeitstag. Und dann beginnt nachts die Schicht. Weil du willst ja am nächsten Tag wieder so einen Beutel. So, und wenn der Beutel noch 600 Mark kostet oder so, wie das auch noch eine Zeit lang war, dann hast du ganz schön was zu tun. Jeden Tag. André, wir haben noch eine Frage und dann geht's weiter. Jan? Yes, ja. Ja, und zwar ist gerade noch eine Frage aufgekommen. Das Verhältnis zu deiner Mutter vor dem ersten oder der erste Rausch oder wo sie es mitbekommen hat, bis dann schlussendlich dann der Weg zueinander, vielleicht sogar die Versöhnung. Wie war das, diese beiden Seiten der Medaille? Also mit Mama war es ein steiniger Weg. Wir haben uns irgendwie immer geliebt. Wir haben es nur nicht hingekriegt, richtig zu kommunizieren. Damals natürlich war der Bruch nach dem Rauschmiss, eigentlich vorher schon so mit dem Opiat, war emotional ja bis ja tot, aber war ich auch gar nicht mehr zugänglich. So, Mama hat es auch noch nicht verstanden, wie komme ich denn überhaupt an den ran. Also das ging von beiden Seiten halt nicht. Mit 28, knapp 30 hat dann die erste richtige Auseinandersetzung mit Mama stattgefunden. Ich war gerade in der Therapie in Elrond, habe ich meine dritte oder vierte Haft hinter mir? Ich glaube, die dritte Haft hinter mir gerade und versuche halt, was, ja, mein Leben in den Griff zu kriegen und finde so die ersten Wege in die Auseinandersetzung, in das Aussprechen der Dinge. Und meine Mutter hat halt auch Therapie gemacht. Und man muss sich halt immer vorstellen, also meine Sucht basiert auf der Unfähigkeit, mit negativen Emotionen umzugehen. Ich konnte das nicht. Ich habe meine Emotionen noch nicht mal verstanden. Ja, Hass und Liebe und Wut und sowas, ja, okay, die 3, 4 Überschriften kriege ich gerade so zusammen, aber was? Gefühle, Alter, quatsch mich nicht mit so einem Scheiß voll.
So, ich habe da auf und dann die Haftzeiten machen es alle nicht besser. Da redet man sowieso nicht als Jugendlicher, irgendwie als Junge, dann auf der Straße mit Drogenkonsum. Wer redet da über Emotionen? Keiner macht sie so wichtig, wie sie sind. Und wenn du aus einem Haushalt kommst, also ich rede jetzt von meiner Mutter. Meine Mutter kommt aus einem Haushalt in Straßburg, in Frankreich, hat 11 Geschwister, 7 Brüder oder so, alle so in meinem Kaliber ungefähr. Und Oma hat ein hartes Regiment geführt. Lederleine, Stahlkarabiner. Gib ihm. Mama die Zweitälteste. So wurde sie großgezogen, mit 15 geflüchtet von zu Hause. Sie hat nie geschlagen, meine Mutter hat immer versucht, das alles besser und richtiger zu machen, hat aber gar keinen Umgang mit negativen Emotionen. Sie hat nichts verarbeitet von dem, was da in ihrem Elternhaus passiert ist. Nichts. Sie hat es nur mit sich rumgeschleppt, die ganze Zeit. Und geweint. Weil man ist traurig, das Leben ist so beschissen. Eigentlich ja nicht, aber trotzdem. So. Es wird nur besser, wenn man genau solche Dinge dann aufarbeitet. Die darfst du nicht einfach an die Seite schieben und ignorieren und dann so tun, als wäre es besser oder gar wegkonsumieren, funktioniert halt nicht. So, die Emotionen bleiben und wenn die Auseinandersetzung nicht stattfindet, fängst du an zu sammeln. Ich habe ja am Ende so ein 40-Tonner mit Scheiße hinter mir hergezogen. Alles unverarbeitete Emotionen. So. Und das kann man halt lernen oder sollte man schon als kleines Kind lernen, dass der Umgang mit Emotionen, das offene Kommunizieren von Emotionen richtig und wichtig ist. Wichtiger als die meisten anderen Dinge, die wir lernen in unserem Leben. Das ist alles entscheidend dafür, ob ich glücklich werden kann oder nicht. Habe ich verstanden, wie das geht? So, wie komme ich dahin? Durch die Kommunikation. Das ist der Schlüssel. Und gerne noch 20 Mal nachfragen. Manche sind nicht so schnell, guck mich an. Muss 40 werden, bevor ich es gerafft habe. So. Lesen wir jetzt noch ein bisschen. Also was ihr jetzt zu sehen bekommt beim Lesen auf der Leinwand, ist von einer Künstlerin aus Berlin, Magdalena Wiegner. Die macht so Street Art. Lasst euch einfach überraschen von dem Ding, vielleicht erkennt es ein bisschen wieder, es ist angelehnt an große Popkultur auch, die Art und Weise der Zeichnung. Und die Frau zeichnet so schnell, wie du sprichst, auch live. So, das ist so das Ding, was man vielleicht zu Magdalena irgendwie wissen muss. Für mich, das ist unbezahlbar, das kann sich keine Sau leisten, die jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, sie daneben zu haben und sie zeichnet einfach alles, was du laberst. So, das wird ein bisschen teuer, deswegen habe ich mir für die Show von ihr Videos basteln lassen, die genau das unterstützen, was ich vorlese. So, also im Grunde entsteht das Bild, was ich vorlese. Wenn man weiß, was man vorlesen soll. Das wäre irgendwie hilfreich. Darf ich noch ein Wasser kriegen oder so? Also das ist jetzt auch irgendwie schizophren für mich so. Eigentlich frage ich nicht nach Wasser, wenn ich auf der Bühne stehe. Das dauert ein bisschen, ne? Also in wilden Zeiten hat meine Frau mir den Wodka an die Bühne gebracht. So zwischen, hey. Aber ich habe ja gesagt, ich habe einen Umgang gefunden damit. Wollen wir das einfach tauschen? Du bist der Beste, danke. Okay, los geht er. Nach dem Einschluss war wieder alles so eintönig gewesen wie eh und je. Als ich an einem Abend aus dem Fernsehraum in meine Zelle gehen wollte, entdeckte ich Sherry, der im Flurfenster unserer Gruppe irgendwas werkelte, und ging neugierig zu ihm rüber. Es brannte kein Licht im Flur und ich sah ihn von hinten nur, dass er seinen rechten Arm schnell vor und zurück bewegte. Sah ungefähr so aus. Da wirst du schon neugierig, ne?
amüsiert nahm ich an, dass er sich einen wichste, aber irgendwie konnte ich mir das bei ihm nicht so richtig vorstellen. Und so schlich ich mich leise an ihn heran. Er bemerkte mich erst, als ich direkt hinter ihm stand und ihm über die Schulter schielte. Alter, erschreck mich nicht so. Schleich dich nicht so an, du Arsch. Zischte er, ich hatte ihn doch tatsächlich beim Sägen erwischt. Ich konnte es kaum glauben. Sägst du da im Gitter, Junge? Ich hatte Sherry vollkommen überrumpelt und unwirsch versuchte er, mich wegzudrängen und tat, als wollte er mir einen klatschen. Mann, hau ab, kümmere dich um deinen Scheiß. Doch so leicht lasse ich mich nicht verkraulen. Du sägst doch da, Alter. Das habe ich doch genau gesehen. Widerwillig gab er schließlich zu, flüchten zu wollen und er mahnte mich mehrfach und eindringlich, mein Maul zu halten. Natürlich nickte ich darauf ab. Ich verrate ganz sicher keinem was. Aber dafür komme ich mit, Alter. Erst wollte er natürlich nichts davon wissen, aber schon am nächsten Tag hatte ich ihn so weit gebracht, dass er genervt einwilligte. Allerdings würde es noch ein paar Tage dauern, bis es soweit war. Es fehlten noch die Kordel, die er als Strickleiter benutzen wollte, und die Flügelschrauben, um den dreiteiligen Alu-Anker zusammenzubauen. Die fehlenden Teile sollten erst am kommenden Freitag von zwei Jungs aus zwei verschiedenen Betrieben geliefert werden, von denen aber auch keiner wusste, für was er die Sachen brauchte. Die Ankerteile hatte er aus Sicherheitsgründen selbst in der Werkstatt hergestellt und in den letzten Tagen stückweise mit aufs Haus gebracht und an verschiedenen Orten auf der Gruppe verbunkert. Und erst dann, wenn er alles Nötige zusammen hatte, wollte er nachmittags mit seinem Onkel telefonieren und ihm bei dessen nächsten Besuch mitteilen, wann er ihn wo abholen sollte. Seine Familie wusste nämlich schon, dass er vorhatte zu fliehen. Nur der Zeitpunkt stand noch nicht fest. Von Tag zu Tag wurde ich aufgeregter und malte mir tausend Dinge aus, die ich draußen machen wollte. So oder so, auf jeden Fall war erstmal Party angesagt. Auch Sherry wurde immer nervöser und unsere freudig aufgekratzte Stimmung blieb auch dem Rest der Gruppe kaum noch verborgen. Irgendwann wunderten sich auch Manolo und André, dass Sherry ständig am Flurfenster rumhing und deckten die Sägestellen, trotz des Kitts, den Sherry hinterher immer draufschmierte. Er war außer sich vor Wut, als sie ihn damit konfrontierten und ihn darum baten, auch sie mitzunehmen. Er hatte so überhaupt keinen Bock drauf, denn je größer die Truppe, desto größer auch die Gefahr, erwischt zu werden. Doch die beiden ließen nicht locker und irgendwann willigte er ein. Da Sherry danach das blöde Gefühl nicht los würde, dass Shintan und Gemino auch schon mitgekriegt hatten, was passieren sollte, weihte er zu guter Letzt auch die beiden noch ein. Jetzt wussten wirklich alle Bescheid. Nur Ralle sollte zurückbleiben. Für ihn hatte Sherry einen ganz besonderen Auftrag. Er sollte unsere Zellentüren manipulieren und die rausgesägten Gitterstäbe wieder einsetzen, wenn wir anderen die Gruppe durch das Flurfenster verlassen hatten. Zu guter Letzt müsste er nur noch die Nylonfäden aus unseren Türschlössern entfernen. Da er sowieso nur noch wenige Wochen abzusitzen hatte, gab es für ihn keinen Grund zu flüchten. Zudem hatte Sherry Gintano genötigt, Ralle ein gutes Stück Hasch dafür zu geben, und so hat er gar nicht lange gezögert und zugesagt. Die Zeit dehnte sich wie Kaugummi. Als Sherry samstags von seinem Besuch auf die Gruppe zurückkehrte und uns mitteilte, dass wir in der Nacht von Sonntag auf Montag den Adler machen würden, verstärkte sich das Gefühl noch und die Zeit wollte überhaupt nicht mehr vergehen. Die innere Anspannung war die Hölle und zerrte heftig an meinen Nerven. Permanent plagten mich Bauchschmerzen und in der letzten Nacht vor der Flucht war an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Wie eine Raubkatze tigerte ich in meine Zelle auf und ab. Meine Gedanken drehten sich dazu im Kreis und überschlugen sich ein ums andere Mal. Würden wir es tatsächlich alles schaffen und diese verdammte Mauer überwinden? Würde der Anker unser Gewicht halten? Und wenn ja, würde Sherrys Onkel uns in dem kleinen Wäldchen finden, in dem wir uns verstecken und auf ihn warten wollten? Und wenn das am Ende tatsächlich alles geklappt hatte, was wollte ich zuerst tun, wenn ich zurück bin in Hannover? Der Sonntag war eine einzige Tortur. Wir liefen wie Falschgeld auf der Gruppe herum und fieberten nervös dem Einschluss entgegen. Und als dann am frühen Abend endlich die Beamten kamen und uns aufforderten, in die Zellen zu gehen, platzte ich beinahe vor Nervosität. Wenn alles so lief wie geplant, waren es jetzt nur noch wenige Stunden bis zur heißgeliebten Freiheit.
Mir brummte der Schädel und ich konnte kaum meinen klaren Gedanken fassen, während ich mich anzog und sehnsüchtig darauf wartete, dass es losging. Um 22 Uhr drehten die Beamten noch eine letzte Runde durchs Haus und so lange hieß es Füße stillhalten. Als es endlich soweit war, klebte ich mit einem Ohr an meiner Zellentür und lauschte jedem ihre Schritte. Mann, beeilt euch, ihr Hunde. Die Wichser brauchten ultra lange. Fast kam es mir vor, als trödelten die mit Absicht rum. Es sind nur Beamte. Endlich fiel die Gruppentür ins Schloss und es war still. 10 Minuten später beobachteten wir Sherry dabei, wie er die einzelnen Bauteile des Ankers aus den verschiedenen Verstecken hervorholte und ihn zusammensetzte. Die 20 Meter lange und fingerdicke Kordel, die er zur Tarnung in der Dusche als Wäscheleine aufgehängt hatte, holte er zuletzt und machte alle 40, 50 Zentimeter einen doppelten Knoten hinein. Dann band er das Ende an einem Alu-Anker fest. Wow. Seine Konstruktion wog allerhöchstens 2 Kilo und keine 10 wie das Scheißding, das ich vor einem Jahr zusammengeschweißt hatte. Mit dem Gerät wird es ganz sicher klappen. Während einer von uns vorsichtig aus dem Flurfenster lugte und nach der Nachtwache Ausschau hielt, kümmerte sich Ralle bereits um die Schlösser unserer Zellentüren. Er entfernte die Nylonfäden, fingerte die Sperre für den Schließriegel wieder rein und am Ende würde es so aussehen, als ob unsere Zellen nicht abgeschlossen worden wären. Perfekt. Dann tauchten die Lichtkegel der Taschenlampen auf dem Freistundenhof von Haus 9 auf. Und wir hielten vor Spannung den Atem an. Nur noch wenige Minuten, dann würden wir die beiden Gitterstäbe herausnehmen und ins Freie klettern. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis die Beamten alle Gitter abgeleuchtet hatten und ihre Runde gemütlich in Richtung Haus 7 fortsetzten. Kaum, dass sie verschwunden waren, zog Sherry die beiden ausgesägten Stäbe aus dem Gitter, legte sie auf die Fensterbank, hakte den Anker an einen der Querstäbe ein und warf die Kordel aus. Doch bevor er hinauskletterte, schaute er noch einmal in die Runde. Ey, mir scheißegal, wenn sich einer von euch die Haxen bricht. Ich lass ihn einfach liegen, alles klar? Und wenn einer von euch zu laut ist, schlag ich ihn K.O. und lass ihn liegen, alles klar? Wir grinsten und nickten schweigend. Keiner von uns wollte hier bleiben. Das gibt's ja auch nicht vorher zu, oder? Das ist so eine blöde Frage eigentlich. Zuerst quetschte sich Sherry durch die Gitterstäbe. Innerhalb von Sekundenbruchteilen verschwand er in der Dunkelheit. Als zweiter war Cintano an der Reihe und dann ich. Einer nach dem anderen kletterten wir aus dem Fenster und hangelten uns an der Kordel auf dem schmalen Steg herunter, der Haus 8 mit Haus 7 verband. Eine Minute später drückte sich auch André und Gemino eng neben uns an die Fassade. Als letzter kam Manolo unten an. Oben setzte Ralle schon die Gitterstäbe wieder ein, hakte den Anker aus und schloss das Fenster. Jetzt gab's kein Zurück mehr. Mein Magen spielte verrückt vor Aufregung und mein Herz klopfte so laut, ich dachte, die ganze Welt müsste es hören. Den anderen erging es keinen Deut besser. Wir alle waren angespannt bis zum Geht nicht mehr. Aber egal, wir hatten keine Zeit zu verlieren. Sherrys Plan sah vor, der Nachtwache so nah wie möglich auf den Fersen zu bleiben. Hinter Haus 4 gab es einen Gänsezwinger und die Viecher schlugen sofort Alarm, sobald sich in ihrer Nähe irgendwas bewegte. Der Abstand zwischen den Beamten und uns durfte also nicht zu groß werden. So konnten wir theoretisch verhindern, dass sich das Federvieh nach der Wache beruhigte und dann wieder Alarm schlug, wenn wir an ihn vorbeigingen. Dieser Streckenabschnitt war mit Abstand der gefährlichste Teil der ganzen Aktion. Es musste einfach klappen. Das war unsere einzige Chance. Geduckt und hintereinander weg wie eine Entenfamilie, schlichen wir los und pirschten uns vorsichtig an die Nachtwache heran. Hinter Haus 6 entdeckten wir ihre Lichtkegel an der Hausfassade und gingen in Deckung. Wir waren jetzt so nah dran, dass wir sie sogar sprechen hörten. Wir hielten den Atem an und beobachteten jede ihre Bewegung. Jetzt bloß keinen Fehler machen und womöglich husten oder auf einen Zweig treten. Die Stille dröhnte in meinem Schädel. Und jeder meiner Muskeln war aufs Äußerste gespannt. Der Schweiß lief mir in Strömen übers Gesicht und Rücken und durchnässte meine Klamotten. Die ganze Aktion war völlig surreal und immer wieder schaute ich mir die Jungs an, um sicher zu sein, dass ich nicht träumte. Doch das hier war kein Traum. Das passierte wirklich.
Als die Schließer kurze Zeit später den Gänsezwinger erreichten, legten die Viecher sofort los und schnatterten und fauchten, was das Zeug hielt. Ein Höllenspektakel. Unglaublich, wie laut diese blöden Vögel waren. Aber der Krach erlaubte uns auch, endlich mal richtig durchzuatmen und schützte uns paradoxerweise davor, entdeckt zu werden. Trotzdem waren wir heilfroh, als wir diese Hürde genommen hatten und hinter Haus 1 ankamen. Jetzt mussten wir nur noch über die kleine Mauer klettern, die die Häuser von den Betrieben und vom Sportplatz trennte. Als auch das geschafft war, deutete Sherry uns per Handzeichen an, stehen zu bleiben. Lasst uns hier kurz warten, bis die etwas weiter weg sind. Ab hier haben wir eigentlich nichts mehr zu befürchten. Ich habe euch ja gesagt, das klappt. Er grinste bis über beide Ohren. Noch nie zuvor hatte ich den so fröhlich gesehen. Gespannt verfolgten wir die Lichtkegel der beiden Taschenlampen, die sich immer weiter von uns entfernten. Auch die Stimmen der Beamten wurden von Sekunde zu Sekunde leiser und schon nach kurzer Zeit waren sie nicht mehr zu hören. Gott sei Dank. Den gefährlichsten Teil hatten wir geschafft. Jetzt nur noch die 7 Meter hohe Betonhürde. Keine Sekunde zweifelte ich daran, dass Sherry den Anker über die verfluchte Mauer bekommen würde. Ich sah mich schon durch Hannover laufen. Geduckt und vor Aufregung zitternd liefen wir an der Außenmauer entlang und hielten nach einer geeigneten Stelle Ausschau. Am Ende des Fußballplatzes, Luftlinie keine 100 Meter von der Pforte entfernt, hielt Sherry an und setzte sich ins Gras. Hier ist gut. Wir warten, bis die Beamten verschwunden sind und dann geht's los. Bis hierhin hatte die ganze Aktion schon gut und gerne 45 Minuten gedauert und wir konnten es kaum noch abwarten, auf die andere Seite der Mauer zu gelangen. Wieder verging eine gefühlte Ewigkeit, bis die Lichtkegel der Taschenlampen nicht mehr zu sehen und die Beamten endlich verschwunden waren. Sherry drückte Manolo das Ende der Kordel in die Hand und befahl ihm, sich den Strick ums Handgelenk zu binden. Der Anker musste einmal komplett über die Mauer fliegen, damit er sich einhakte. Und wenn man das Seil dabei nicht richtig festhielt, landete das ganze Ding auf der anderen Seite und wir wären am Arsch. Aber Manolo hatte Power in den Armen und würde ums Verrecken nicht loslassen. Also los. Sherry schaute noch einmal in die Runde, nahm 2 Schritte Anlauf und schleuderte den Anker in den Nachthimmel. Das Metall schepperte laut gegen die Mauerkante. Erschrocken zuckten wir zusammen. Doch trotz des Zusammenstoßes überwand der Anker die Mauer und verschwand auf der anderen, der freien Seite. Manolos Arm schnellte gleichzeitig in die Höhe, doch er hatte das Seil fest im Griff. Mit hochgerissenen Armen grinste er uns der Reihe nach an. Sauber, gleich der erste Versuch war ein voller Erfolg gewesen. Kurz verharrten wir wie angewurzelt und lauschten in die Dunkelheit hinein. Hatte das Klirren jemand gehört? Können gleich Beamte angerannt kommen? Doch nichts rührte sich. Alles blieb still, also weiter. Ganz langsam zog Manolo an dem Seil, bis der lange Teil des Ankers an der Mauerkante erschien und rüttelte dann ein wenig daran, damit er sich zur richtigen Seite auspendeln und einhaken konnte. Wieder schepperte das Metall laut, als der Anker auf der Betonkante einrastete. Abermals verharrten wir wie angewurzelt. Aber alles blieb still. Und dann ging alles ganz schnell. Einer nach dem anderen kletterten wir an der Kordel empor, setzten uns wie die Cowboys auf die Mauerkante, drehten den Anker um und glitten an dem Seil hinab in die Freiheit. Das Adrenalin zerfetzte mir fast die Brust und machte mich ganz schwindelig. Als ich wieder Boden unter den Füßen hatte, atmete ich erstmal tief durch, um nicht vor Aufregung in Ohnmacht zu fallen. Sherry drängte uns sofort zum Weitergehen. Ein Auto fuhr vorbei und wir schlugen uns ins Gebüsch, das die Mauer von der Straße trennte. Wir beobachteten es, bis die Rücklichter hinter der nächsten Biegung verschwanden und überquerten einer nach dem anderen die Fahrbahn. Wir hatten es tatsächlich geschafft. Und eigentlich soll am Ende das Bild stehen bleiben. Ich weiß nicht, warum das hier nicht funktioniert hat. Fällt mir gerade mal auf, ist nur noch grün. Eigentlich hätte das fertige Bild einfach stehen bleiben sollen. Hatte ich mir so gedacht, auf jeden Fall. Also, ich würde jetzt noch mal so eine Runde machen wie eben und dann haben wir noch mal ein Lesevergnügen am Ende, wenn ihr Bock habt. Aber das sieht ja immer noch nicht so aus. Wie bitte?
11 Wochen hat die Flucht gedauert. Ich hatte ja auch kein wirkliches Ziel, außer feiern und Scheiße bauen. Die Jungs treffen, Scheiße bauen, feiern gehen. 11 Wochen nicht schlafen, nicht fressen, nur gib ihm, Junge, bis Koma, 2 Tage durchpennen, aufstehen, weiter geht's. So. So viel konsumieren, wie es nur geht. Das war das erwünschte Ziel. Habe ich voll gut hingekriegt. Ich war der Letzte, der wiedergekommen ist von unserer Gruppe. Alle anderen waren schon wieder da. Bis auf Sherry, der ist tatsächlich auch, der war ziemlich schnell weg aus Deutschland. Auch der Einzige mit einer richtigen Strafe bei uns. So, hat einen Zehner gekriegt damals. Noch eine Frage? Bitte. Wann war für dich denn der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist wirklich vorbei mit dem ganzen Mist? Gesagt habe ich mir das vorher schon, aber tatsächlich 2003, die Geburt meiner Tochter. Ich habe meine Tochter in der JVA Lingen im Langzeitbesucherraum gezeugt, bin dann in Therapie gegangen, bin aus der Therapie gekommen und die Kleine war da. Hat mich ganz schön überfordert und seit dem Zeitpunkt, also mein schlechtes Gewissen ist mit ihr zur Welt gekommen. Tatsächlich vorher habe ich mich für nichts geschämt, für gar nichts. Und plötzlich ist das alles anders gewesen. So, und dann krabbelt ihr das hinterher zuerst, dann zieht sie sich an dir hoch, irgendwann schreit sie sich an, Papa! Ey, das schlechte Gewissen kann auch noch reden. Oh. Ja, an der Stelle fing es dann an und es war bis 2012 dann, ihr habt es ja mitgekriegt, man musste mich verhaften, damit ich aufhöre zu konsumieren. Seit der Geburt meiner Tochter bin ich freiwillig in Entgiftung gegangen, mindestens einmal im Jahr, weil musste schon sein, so. Also ich glaube, ich habe von 2003 bis 2012, bis Schorestein Papier begonnen hat, 12 Entgiftungen gemacht auf freiwilliger Basis. Da habe ich dann so Lines geschrieben, wie ich nehme den Bon mit auf Entzugstation, was weißt du denn schon, du kleiner Hurensohn. Das ist tatsächlich eine echte Line. Ich habe den Bon weggestellt, habe gedacht, ja geile Line, das musst du direkt aufschreiben. Aber ja, da hat die Veränderung begonnen. Also auch die, weil ich es wollte. Ich wollte die Veränderung, aber saß halt noch irgendwie 9 Jahre da, habe meine Tochter dann nachts oft beobachtet, mir die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich da schon verstanden hatte, was mein Problem ist. Ich kann nicht mit negativen Emotionen. Jetzt muss ich das ganz schnell lernen, damit ich ihr das beibringen kann. Weil wenn ich ihr das nicht beibringe, interessiert es keine Sau. Und sie wird so ein emotional verkrüppeltes Leben führen wie ich, weil sie keinen Umgang damit lernt. So, und das war so die Herausforderung, das war die Challenge. So. Und ich habe es zwar dann irgendwann hingekriegt, aber tatsächlich sind ja immer noch 9 Jahre ihres Lebens dann schon vergangen, von 2003 bis 2012, wo doch auch wenn diese Gespräche in diese Richtung noch viel zu früh wären, all die Emotionen, die an meinem Problem dranhängen, schon ankommen zu Hause. Immer, und die Kleine war viel bei mir. So, und da halt auch das schlechte Gewissen, so, weil ich da noch nicht konnte. Ich wusste selber noch nicht, was machst du denn jetzt? Bis dann der Anruf kam, willst du deine Geschichte nicht vor laufender Kamera erzählen? Endlich hatte ich eine Antwort für die blöde Frage meiner Mutter. Ich bin 40, meine Mutter holt mich aus der Entgiftung ab. Mensch, Junge, was machst du denn jetzt? Vor allem, Junge, was machst du denn jetzt? So, Mama, was soll ich denn machen? Ich fahre nach Hause, hole mir ein paar Päckchen, dann rufe ich meinen Dealer in Holland an und hole mir 3 Kilo und dann nächste Runde. Was machen? Ich gehe doch jetzt nicht arbeiten. So, bin ich auch gar nicht in der Lage zu, körperlich irgendwie nochmal 8 Stunden knüppeln zu gehen. Ich habe meinen Körper verheizt. 30 Jahre lang. So richtig, wie eine Müllhalde. Merke ich jetzt. Die letzten 10 Jahre, seit ich clean bin, bin ich Rückenschmerzpatient. Ich habe wirklich perverse Schmerzen hier. Ich konnte gar nichts. Ich kann jetzt seit Monaten immer noch nicht sitzen. Ich kann nicht sitzen. Meldet sich sofort ein Nerv, der bis hin hoch geht in den Rücken und so. Ich fahre Zug 8 Stunden, stehe die ganze Zeit. Richtig anstrengend. Aber egal. Könnt's ja auch wegkonsumieren. Bringt nur nichts. Das weiß ich schon. So, also, jetzt muss die faule Sau halt seinen Arsch hochkriegen. Deswegen tolles Geschenk von meiner Frau. 12.200 Schritte, schon 4.200 über dem Tagesziel. Yeah.
Ja, die Dinge, die uns gut tun. Voll anstrengend. Habe ich so gar keinen Bock drauf. Muss mal meine Fresse sehen, wenn ich morgens auf den Stepper steigen soll. Mal gut, dass ich den abarbeiten muss. Also, sonst ärgere ich mich, wenn ich das Geld da rumstehen sehe. Sowieso schon genug Anschüsse dafür gekriegt, weil der so teuer war. Und wenn ich ihn dann nicht benutze. Also, ja, habe ich mir so einen Zwang eingebaut. Kauf teuer, sondern wenn du nicht benutzt, kriegst du richtig Anschiss. Das ist so meine Peitsche, die ich brauche. Nee, aber so ist es halt mit den Dingen, die uns gut tun und die Dingen, die uns nicht gut tun. So. Letztendlich in meiner Clean-Phase oder auf dem Weg zur Clean-Phase, eigentlich so in den ersten 4 Jahren tatsächlich, während ich immer rückfällig von Rückfall noch geträumt habe, so. Also von 2012 bis 2016, bis das Buch dann irgendwie rauskam. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kommt bestimmt vom Konsumieren. Nein. Vielleicht doch. Helf mir doch mal, Mensch, ich habe den Faden verloren. Nee, noch vorher war es. Der ist mir vorher runtergefallen, schon vor der Stelle. Das Ende wusste ich gerade noch. Aber es ist auch nicht weiter wild. Habt ihr noch eine Frage? Auch, ich hoffe, ich verliere den Faden nicht nochmal. Ja, bitte. Warte kurz. Kommt schon. Hast du im Laufe der Jahre irgendwann mal eine Diagnose gekriegt? Weil wir arbeiten mit Jugendlichen und da kommen ja immer so diese Standarddiagnosen: Borderline, Depression, Psychose, paranoide Schizophrenie, solche Sachen. Nee, tatsächlich nicht. Also die Suchterkrankung als Diagnose. Und tatsächlich, das wusste ich vorher gar nicht. Also ich habe mich beworben für meine letzte Therapie Kurzzeit aus der JVA Lingen heraus. Habe mich da beworben auf der Kurzzeit und hätte für die erste Diagnose, die ich auch wusste, also die Suchterkrankung, eine Therapie, eine Kurzzeittherapie zugesprochen bekommen, vom Haus aus. Aber aufgrund mehrerer Stapel Strafakten, die ich mitgebracht habe, war das nochmal so eine Nebendiagnose. Genau diese kriminelle, das kriminelle Ding, was bei mir auch nochmal anders verläuft als bei den meisten Süchtigen. So, also ihr habt es ja mitgekriegt, ich besuche nachts Juweliere und das am Fließband so. Also 17 Mal irgendwie in anderthalb Jahren, so die gleiche Juwelierabteilung besucht. Wenn sie es nicht lernen. Ja, mach doch einfach ein Gitter vor. Mach doch einfach ein Gitter vor. Kann er die Scheibe einschlagen durchs Gitter so lange wie er will, kommt er trotzdem nicht rein. So, also ich habe ein paar Verbesserungsvorschläge gehabt. Leg die Juwelierabteilung in die 4. Etage. Weißt du, wie lange das dauert, bis du oben bist? Nachts kein Strom, Rolltreppen, alles musste laufen. Es dauert ein bisschen. Erwischt dich auf jeden Fall. Aber dann glitzert es ja unten in der Auslage nicht mehr und dann kommt ja keiner mehr rein, wenn du Socken hinlegst oder so. Funktioniert ja nicht. Also werden sie weiterhin den Schmuck unten in den Eingangsbereich machen. Zack, das also noch einfacher ging es damals halt nicht. Und ja. Ich springe jetzt mal ganz zurück zum Anfang. Der Paul ist richtig, ne? Paul, ja, sagte, die drei Säulen der Prävention oder eine der drei Säulen der Prävention sind die Eltern. Jetzt machen wir mal Karten auf den Tisch. Du chillst mit deinen Jungs in Hannover auf dem Spielplatz. Ihr habt euch euer Blech geraucht, chillt, du kommst abends nach Hause. Am besten so, dass Mutter schon schläft, dann kriegst du nichts mit. Nächsten Morgen kriegst du wieder einen Einlauf von Mutter. Glauben wir beide, dass du auf das hörst, was deine Mutter erzählt? Weil ich sag mal, ihr hattet keine Basis. Ja? Du sagst, ihr konntet die negativen Gefühle, Emotionen, wie auch immer, nicht verarbeiten. Ich interpretiere da jetzt rein, ihr hattet keine Basis, auf der ihr euch über solche Themen verständigt. Keine emotionale Basis, auch keine Worte dafür. Also ich noch keine Worte dafür. Da sind wir beiden, ich sag jetzt einfach mal so, ich sage das jetzt mal so frei, ich behaupte 75% der Leute, die hier sitzen, sind Theoretiker. Ich sage jetzt mal so, als Praktiker, da gibst du doch einen Scheiß drauf, was deine Mutter sagt, in der Beziehung, die ihr habt. Also behaupte ich jetzt, dass eine der drei Säulen, die genannt wurden, wegbricht.
wenn die Kommunikation richtig stattfindet. Also wenn du nicht weißt, wie kommunizieren geht, genau bei so einem Thema auch oder bei so emotional wichtigen Themen, wird es immer im Streit ausarten, weil du nicht die richtigen Worte findest. Und dann kann sich auch natürlich auch nichts verbessern. Und dann gab, aber wenn wir lernen, also da einen offenen Umgang mit zu pflegen, mit unserem Konsumverhalten, was natürlich jeder von uns irgendwo auch hat in seinen Punkten, es redet nicht unbedingt von Drogen, gibt auch Schokolade, Zucker, ganz großes Ding sowieso, dann kann das schon funktionieren und dann wird es auch funktionieren. Wenn die Basis zwischen Elternteil und Kind da ist. Das bedeutet allerdings, wir müssen uns trauen, das auch gesellschaftlich zu thematisieren und da offen drüber zu sprechen. Das bedeutet auch hier im verfickten Jugendzentrum oder in der Schule, dass Lehrer und Sozialarbeiter das sagen dürfen. Ja, du Idiot, Mann, ich habe auch gekifft. Bringt aber nichts, du Spast. So, weißt du, und schon bist du auf Augenhöhe mit dem 15-Jährigen. Ja, echt, meinst du? Ja, meine ich. Also ich würde behaupten... Spaß. Weißt du? So, hör auf damit. So, weißt du, dann bist du gleich auf dem ganzen... Die größten Chaoten, wenn wir an eine Schule kommen, die hinten Kaugummi kauen, schmatzend sitzen, Füße hochmachen und so. Die 15 größten Chaoten sind die letzten, die da sind nach der Präventionsveranstaltung. Und dann haben die ihren Kaugummi schon rausgenommen und stellen sich höflich an und fragen. Darf ich mal? Darf ich noch was fragen? So, das funktioniert, man muss nur auf Augenhöhe mit denen kommen und denen nicht das Gefühl geben, man diktiert denen irgendwas. Mann, die sind genau wie wir, die sind nur ein bisschen kleiner, die haben noch gar keine Ahnung. Und wir haben doch Ahnung, warum teilen wir ihnen das nicht mit? Wo hört der Spaß auf und wo beginnt die Scheiße? So, das müssen die doch wissen, sonst landen die zum Großteil in Scheiße, weil sie nicht wissen, wo der Spaß vorbei ist. So, ist so lange gut, bis es halt kacke ist, ne? So. Ja, und das muss man halt lernen, auch in der Gesellschaft und wir uns als Eltern dann auch trauen, das zu Hause auch anzusprechen, ohne dass es irgendwie, das macht trotzdem komische Gefühle, weil wir das noch nicht richtig gelernt haben und nicht richtig können. So. Ich weiß das ja von den Gesprächen mit meiner Tochter, dann bin ich wie ihr, so. Dann fällt mir das genauso schwer. Ich muss mich überwinden da und ich muss genau überlegen, wie sage ich was, bis sie mir dann sagt, Mensch, Papa, weiß ich doch schon alles. So, mach dir keinen Kopf. Vielleicht nochmal im Hinblick auf deine Knast-Story. Und zwar, du sagtest, du bist dann halt nach dem Ausbruch. Die ersten Gedanken, was mich interessieren würde, war irgendwas in deinem Kopf so wie was wie Untertauchen oder Flüchten aus Deutschland? War das eine Option für dich oder hast du gesagt, ich lebe den Lifestyle einfach weiter? Ich bin süchtiger Kleinkrimineller. Vor was soll ich mich denn verstecken? Vor 10 Monaten Reststrafe? Mache ich jetzt einen Raub und flüchte auf eine Insel oder was? Haben die da Drogen? Weißt du, das ist alles ganz wichtige Frage da in diesem Stadium meines Lebens. Haben die da genügend Stoff? Ansonsten will ich da nicht hin, dann bleibe ich lieber da, wo sie mich gleich wieder verhaften. Weil da gibt es Stoff. So, ist halt so. Da ist gar kein Gedanke, gar kein Plan dahinter. Ich bin nur der Emotion gefolgt, das ist alles. Nur raus, nicht mehr eingesperrt sein, Scheiße bauen, auf die Kacke hauen, mit den Jungs konsumieren und bloß keine blöden Fragen beantworten. Eine haben wir aber noch. Ja. Wie hast du das deiner Tochter erklärt oder wie ist deine Tochter mit dem Ganzen umgegangen oder auch deine Frau? Meine Tochter tatsächlich so, am Anfang war es ihr unangenehm, wenn ich sie noch von der Schule abgeholt habe so, und dann Jungs so aus der 10. Klasse, boah, da bist du sick und so, können wir mal ein Foto machen? Und meine Tochter immer so, oh mein Gott, so. Irgendwie 2 Jahre später stand sie so auf dem Schulhof, mein Papa hat mich in den Knast gemacht. Also sie hat gelernt, damit umzugehen und das ist ja auch gar nicht mehr unangenehm, weil sie ja auch sieht, die Resonanz sieht und wie damit dann umgegangen wird, dass Papa das offen erzählt. So, ich habe eigentlich eher durchweg positive Resonanz, wenig Hurensohn-Kommentare unter meinen Videos, sondern die Menschen unterhalten sich darunter, tauschen Erfahrungswerte aus, lernen aus Lebenserfahrung, geben sich Ratschläge, was auch immer. Und das natürlich kommt das bei ihr an. Die erklärt mir das Internet. Ich bin froh, dass ich den Knopf finde, wo es angeht. Weißt du, ich meine, sie erklärt mir das so und sie hat alles mitgekriegt. Und das ist gar keine Frage. Und es hat ein bisschen gedauert,
dass es ihr nicht mehr unangenehm war, sondern dass sie da jetzt mit Stolz, genau wie Mama, erst einmal stolz, halt, muss sie 46 werden oder so, bis Mama das erste Mal stolz war. Jetzt dafür umso mehr. Wollt ihr noch was wissen? Ah, soll ich lesen? Okay, ihr drängelt schon, ne? Das ist immer so bei mir auf der Bühne, ich verliere völlig das Zeitgefühl, auch selbst wenn ich eine Uhr dabei habe, fällt mir gerade mal auf, sonst nehme ich gar keine Uhr mit. Erste Lesung von mir, 4,5 Stunden auf der Bühne, nicht einmal das Buch in der Hand gehabt. Beste Lesung ever. Ja, es läuft. Am frühen Nachmittag stieg ich in Hannover aus dem Zug, schloss meine Tasche im Schließfach ein, schlenderte über die Szene und hielt nach meinen Jungs Ausschau. Es war bitterkalt und so gut wie nichts los. Nur einige wenige hartgesottene Dealer und ein paar versiffte Altjunks drückten sich auf der Platte herum. Als ich auch nach einer halben Stunde keiner von meinen Leuten blicken ließ, kaufte ich mir 3 Päcken Schore und verzog mich in die U-Bahn-Station am Kröpke. Das erste Blech seit meiner Flucht. Also das ist dann nach der Entlastung. Ich habe meine Reststrafe abgesessen, erste Move auf die Szene. Das Gift war stark und schon nach wenigen Zügen löste sich meine nervöse, freudige Aufregung in der warmen Umarmung des Opiats auf. So würde ich mich trauen, Maria gegenüberzutreten. Irgendwie hatte ich in Hameln erfahren, wo sie arbeitete und dass sie angeblich einen neuen Freund hatte. Und das wollte ich nun persönlich überprüfen. Ich betrat den kleinen Nobelfriseur, in dem sie als Empfangsdame arbeitete, und ihr fiel alles aus dem Gesicht. Was machst du denn hier? Bist du entlassen worden? Freude sah anders aus. Ich lächelte sie an und nickte. Doch sie stand weiter kalt und distanziert hinter ihrem Pult, und ich registrierte ziemlich schnell, dass es eine blöde Idee gewesen war, sie so zu überrumpeln. Unsere Beziehung hatte sich für sie erledigt. Und obwohl ich mich damals falsch und asozial verhalten hatte, war sie es, der es unangenehm war, mir in die Augen zu schauen. Als sie sich bei ihrer Chefin für eine Zigarettenlänge abmeldete, zitterte sie vor Aufregung. Zögerlich und peinlich berührt bestätigte sie mir dann, dass sie seit gut einem Jahr einen neuen Freund hatte und anscheinend auch sehr glücklich mit ihm war. Der ist ganz anders als du. Der geht arbeiten. Ist immer für mich da und vor allem hat er nichts mit Drogen zu tun. Du bist zwar ein lieber Kerl, aber wenn ich das richtig sehe, hast du doch schon wieder was genommen, oder nicht? Beschämt gab ich ihr recht. Ärgerlich warf sie ihre Kippe auf die Erde, zerrieb den Filter mit dem Fuß auf dem Asphalt. Siehste, und genau den Scheiß brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Die Drogen machen einfach alles kaputt. Beil das doch, mein Mann. Ich wünsche dir echt von Herzen alles Gute. Aber bitte tauch ja nicht mehr auf, okay? Mach's gut. Da machte sie auf dem Absatz Kehrt und verschwand in dem kleinen Laden. Sie hatte sich entschieden. Ich sollte in ihrem Leben keine Rolle mehr spielen. Meine erste große Liebe gehörte endgültig der Vergangenheit an. Enttäuscht blieb ich noch einen kurzen Moment vor den Fenstern des Friseurs stehen und sah ihr dabei zu, wie sie ihren Mantel an die Garderobe hing. Dann latschte ich mit gesenktem Kopf wieder Richtung Kröpke. Ich wollte nicht fühlen, was ich fühlte. Und ich wollte nicht denken, was ich dachte. Ich musste ganz schnell ein Blech rauchen, um diese beschissenen Gefühle abzutöten, bevor sie mich auffraßen. Vor der Rolltreppe in den Untergrund verpasste mir jemand einen leichten Schlag auf die Niere. Na du Wichser, bist du auch endlich entlassen worden? Dekra tauchte wie aus dem Nichts hinter mir auf und grinste mich dreckig an. Ja Mann, heute Morgen, was geht? Schlagartig wischte die Enttäuschung über Maria der Wiedersehensfreude mit meinem alten Weggefährten. Endlich war da wieder jemand, der so tickte wie ich und der genauso viel Bock auf mich hatte wie ich auf ihn. Gemeinsam zogen wir los, um ein Blech zu rauchen. Lass uns aber nicht bei Linie 8 rauchen, da kommt zurzeit voll oft die Kripo hin. Ich weiß einen besseren Platz, da können wir in Ruhe rauchen und quatschen. Sollte mir recht sein. Keine 5 Minuten später saßen wir im Treppenhaus von HMM, packten unsere Bleche aus und er erzählte mir beim Rauchen, was er in den Wochen seit seiner Entlassung so alles getrieben hatte. Er war schon längst wieder in seinem alten Film gelandet, wusste genau, wo es was zu holen gab, was sich lohnte und was nicht. Und da ich auch nichts anderes vorhatte,
war ich dankbar für jede Information. Nach ein paar Stunden verabschiedeten wir uns voneinander, beide voll breit und ich mit einem Plan. Gegen 2 Uhr morgens schlug ich mit einem Nothammer die Türscheibe des Kiosks ein, dessen Besitzer angeblich Haschriegel bunkerte. Für eine Viertelstunde ging ich in einen dunklen Hauseingang in Deckung und stieg, als alles ruhig blieb, durch das zerbrochene Glas in den Laden ein. In Windeseile durchwühlte ich die Schränke des winzigen Zimmers hinter dem Verkaufsraum, fand in einem Wandschränkchen 2 Hände voll Haschriegel und stopfte anschließend noch 2 blaue Müllsäcke mit Zigarettenstangen und losen Schachteln voll. In einer Schublade unter der Kasse fand ich 2 Hosentaschen voll Wechselgeld und nur 1 Minute später stand ich durchgeschwitzt und vor Aufregung zitternd mit meiner Beute in dem dunklen Hauseingang. Vorsichtig spähte ich links und rechts die Straße runter und suchte die Fenster nach verdächtigen Bewegungen ab. Doch nichts rührte sich. Ich verbunkerte die Zigaretten in einem nahegelegenen Gebüsch, suchte ein Haus mit offener Eingangstür, verzog mich dort in die Kellerräume und kontrollierte, wie viel Hasch ich geschnappt hatte. Cool, dass der Kioskbetreiber schon alles zum Verkauf geschnitten und abgewogen hatte. So musste ich nicht mal schätzen, sondern einfach nur zusammenrechnen. Insgesamt hatte ich 16 5-Gramm und 12 10-Gramm Riegel, also genau 200 Gramm. Das Hasch allein hatte einen Verkaufswert von 1000 Mark. Mit den knapp 200 Mark Wechselgeld und den Zigaretten kam ich auf eine Beute von ca. 2000 Mark. Nicht schlecht für den Anfang. So konnte es gerne weitergehen. Zufrieden machte ich mir ein schönes, dickes Blech fertig und lötete, bis mir das Gift die Augen schloss und ich auf der Kellertreppe wegnickte. Als wäre der Kreislauf von Konsum und Beschaffung nie unterbrochen worden. Am nächsten Morgen fuhr ich mit einer der ersten Bahnen in die Nordstadt und klingelte Tino aus dem Bett. Noch völlig schlaftrunken, öffnete er die Tür und schimpfte angepisst durchs Treppenhaus, welcher Wichser denn bitte die Frechheit besäße, ihn so früh zu wecken. Als er mich erkannte, nahm er mich grinsend in die Arme und zog mich in die Wohnung. Na du, haben sie dich entlassen oder bist du wieder auf Flucht? Er setzte einen Kaffee für uns auf und ich erzählte, was seit meiner Verhaftung damals alles so passiert war. Ich erzählte auch von meinem Bruch der letzten Nacht und dass ich seine Hilfe bräuchte, um die beiden Säcke mit Kippen abzuholen. Nicht, dass ihn noch irgendjemand fand und mir wegschnappte. Ich musste auch gar nicht lange labern und 1 Stunde später saßen wir beide schon wieder bei ihm, sortierten die Kippen nach Marken und zählten anschließend die Schachteln und Stangen durch. Tinos kleine Butze war noch immer ein beliebter Anlaufpunkt für die Jungs und im Laufe des Nachmittags verkauften sich die Kippen schon fast von selbst. Natürlich machte ich den Kollegen alle einen Spitzenpreis und Julius und Olli kamen an dem Tag mehrfach zu uns, holten jedes Mal 40, 50 Schachteln ab und verkauften sie mit Gewinn weiter. Alle hatten etwas davon und jeder war zufrieden. Tino hatte ich für seine Hilfe am Morgen 3 Stangen Marlboro und 20 Gramm von dem Hasch geschenkt. Und irgendwie war ohne viel Worte am Abend klar, dass ich jetzt erstmal bei ihm wohnte. Auf jeden Fall so lange, bis ich was Eigenes fand. Das lief gut für mich. Ich hatte einen festen Schlafplatz, fast 2000 Mark im Bar und noch knapp 180 Gramm richtig gutes Dope in der Tasche. Alles war perfekt. 2 Tage später, an Heiligabend, überredeten mich die Jungs, mit ihnen eine Technoparty im Hainholz zu besuchen. Ich hatte den ganzen Tag gekifft wie ein Tier, ein Blech nach dem anderen geraucht und mir obendrauf auch noch ein paar kurze gekippt. Ich war dicht wie 10 Seeleute und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese nervige Musik. Ich kannte solche Veranstaltungen bisher nur aus dem Fernsehen und hielt es für reichlich bescheuert, was abging. Und auch in der Realität gefiel mir der Scheiß überhaupt nicht. Erstens war es scheiße kalt in der zugigen Lagerhalle und zweitens zappelten etwa 300 Erwachsene mit bunt bemalten Gesichtern und verkleidet wie Gehirnamputierte vor mir auf und ab und schnitten dämliche Grimassen. Zum Kotzen, Alter! Ich hatte den ganzen Tag nur Downer konsumiert und war schon nach 1 Stunde so abgenervt, dass ich mir Tinos Haustürschlüssel griff und mit einem Taxi zurück zur Wohnung fuhr. Unglaublich, dass sie mich 2 Jahre weggesperrt hatten. Die Chaoten aber frei rumlaufen dürfen. Naja, egal. Tino hatte zwar gemeint, dass sie in ein paar Stunden später nachkommen würden, aber letztendlich saß ich bis zum Morgen des 2. Weihnachtsfeiertages alleine in seiner Butze und wunderte mich, wie sich die Jungs den Dreck so lange geben konnten.
Als Julius und Early völlig durchgefeiert und mit Gesichtslähmung wieder auftauchte, zogen sich gefühlt 100 Bonks rein und fielen dann für 20 Stunden ins Koma. Das war doch total behinderte Scheiße. Ich fand's einfach nur lächerlich. Doch an Silvester sollte auch ich auf den Geschmack kommen. Die richtige Mischung war das Geheimnis. Es alleine hatte schon auf Flucht kennengelernt und fand die Dinger ganz okay. Also ja, fand ich schon geil. Aber mehr auch nicht. Und nur die Mucke war absolut der Horror für mich. Aber beides zusammen macht hundertprozentig süchtig. Aber von vorn. Olli war schon am frühen Nachmittag des 31.12. voll auf Sendung bei Tino aufgetaucht, hatte großzügig Pillen in die Runde geschmissen und uns von einer bevorstehenden Abrissparty in einem ehemaligen Kino, den Weltspielen, erzählt. Tino und Julius waren sofort Feuer und Flamme, freuten sich wie die kleinen Kinder und redeten ohne Unterlass auf mich ein, auch mitzukommen. Die Location war cool und wieder mal sagte ich zu, obwohl ich überhaupt keinen Bock darauf hatte, auf das bescheuerte Gezappel. Im Grunde nickte ich nur darauf ab, weil ich die Silvesternacht nicht alleine verbringen wollte. Oh, müsst ihr jetzt kommen, egal. Am frühen Abend warfen wir die erste Pille ein, eine 180er Eva. Und als wir so gegen 22 Uhr ins Auto stiegen, direkt noch eine zweite obendrauf, die sich Rosa Tönnchen nannte. Schon auf der Fahrt in die Stadt war ich so auf Sendung, dass ich Tino beinahe die Kopfstütze aus seinem Fahrersitz riss, weil ich da schon nicht mehr wusste, wohin mit meiner Energie. Ständig musste ich irgendwo draufschlagen oder dran rumzerren. Mein Unterkiefer vibrierte, die Haare standen mir zu allen Seiten ab und mein Herz raste wie verrückt und ich rollte unkontrolliert mit den Augen. Immer wieder pumpte ich mir mit tiefen Atemzügen meinen Brustkorb auf und ballte die Fäuste. Der kleine Golf explodierte fast, so laut hatte Tino und die Technomucke aufgerissen. Ich fand's extrem geil und zappelte dazu wie ein geistig behindertes Kind auf dem Rücksitz herum. Die E's waren brutal gut. Ich hatte durchgehend das Gefühl, immer noch breiter zu werden. Die zweite Pille schob mich schon extrem an und kurze Zeit später betrat ich die Weltspiele so abgedichtet, dass ich überhaupt nichts mehr raffte. Achtung, Technoparty! Ich komme! Plötzlich feierte ich all das, was mich an Heiligabend noch total genervt, sogar aggressiv gemacht hatte. Wie ein Gehirnamputierter freute ich mich über jeden und alles und am liebsten hätte ich mich auch als Müllmann verkleidet und wäre nur zu gern im Besitz einer Tröte oder einer dieser riesigen Gummihämmer gewesen. Total bescheuert, Alter. Und obwohl ich eigentlich einer von denen bin, die nur kopfnickend am Rand der Tanzfläche stehen und andere für Gehampel schräg anschauen und schubsen, tanzte ich sofort wie ein Bekloppter los und bepisste mich dabei vor Lachen. Trotz meines Zustands war mir schon klar, dass meine unkontrollierten Zuckungen nur wenig mit Tanzen zu tun hatten und ich mich bestimmt zum Horst machte. Aber das war mir vollkommen Latte und ich hatte gewaltigen Spaß dabei. Und selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte nicht damit aufhören können. In meiner bunten Welt bekam ich nicht mal den Jahreswechsel mit. Wie ein Epileptiker zappelte ich kreuz und quer durch das Gebäude und freute mich wie ein Schneekönig. Ja, im Grunde war es das. Kommt, wir haben noch ein bisschen. Wir machen noch eine Frage-Antwort-Runde, oder? Oder? Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Applaus. Herzlichen Dank fürs Lesen. Und ich würde den Paul vielleicht noch mal eben zu uns bitten. Paul, ja, bringst du dir eben ein Mikro mit, weil wir müssen natürlich noch mal über Stigma sprechen. Und André, so, du hast das Publikum geflasht, hat keiner mehr was gesagt zum Schluss. Das ist immer so. Oder ist das nur in Meppen so? Nee, das ist eigentlich immer so. Also ich habe tatsächlich Passagen in meinen Shows gehabt. Ich bin jetzt das fünfte Mal mit der gleichen Geschichte auf Tour, immer wieder neu verpackt. Dieses Mal ist es halt wirklich ein Filmerlebnis. Aber wir hatten auch schon Touren, wo viermal oder so der Rettungswagen gekommen ist. Weil ich habe so besonders eklige Stellen, blutige Stellen auch mit Harddrogenkonsum, also Kokskonsum, in die Leiste ballern, Nadel bricht ab und so. Wisst ihr Bescheid, dass so Rettungswagen kommen musste, so drei, viermal, weil Leute einfach umgefallen sind, so bei einer Lesung. Aber die erste Tour verrät eigentlich alles. Alles andere als eine Lesung hieß die erste Tour. Deswegen, und so ist es auch heute noch, alles andere als eine Lesung.
Herzlichen Dank dafür. Paul, worüber müssen wir noch sprechen? Du hast hinten Flyer liegen. Wie kann man euch kontaktieren? Was kannst du Gutes tun? Also über vieles muss man sprechen, glaube ich. Genau, dort hinten liegen Flyer. Ja, Stigma e.V. ist der Name des Vereins. Ihr könnt mich ansprechen heute noch. Ja, wir können gerne ins Gespräch kommen. Ihr könnt uns per Mail anschreiben. Ihr seht dort auf jeden Fall Flyer über unsere Inhalte, aber auch schon Flyer, Beispielflyer, die wir an Schüler rausgeben, wo es darum geht, warum konsumiere ich, wie entsteht Abhängigkeit. Das ist auch der erste Themenflyer, den wir jetzt rausgegeben haben. Und der nächste soll dann im Bereich Elternarbeit auch sein. Ne? Also deswegen auch nochmal das Hervorheben des Fragenden vorhin, die Frage der Säule der Eltern, die dort weggebrochen ist, würde ich auch gerne noch kurz darauf eingehen, weil natürlich ist es so, ne? Also die Basis war weg und es gibt auf jeden Fall auch Forschungen, wo es darum geht, die Frage, warum wird der eine abhängig und der andere nicht, ne? Weil es gibt Traumata, ich glaube, viele Möglichkeiten, traumatisiert zu werden und da ist es dann einfach, die schlicht und einfache Antwort ist der Anker, der soziale Anker. Ja, also man braucht jemanden, an dem man sich anhängen kann, ja, der eine Basis gibt. So, und das geht leider häufig verloren in der Hektik des Alltags. Ne? Und ich habe ja davon gesprochen, nicht von Schuld zu reden oder sowas. Ne? Man könnte jetzt das Fass aufmachen mit seiner Mutter natürlich und so fragen, wo sind da Punkte, ne, die man hätte besser machen sollen. Aber man muss für beide Seiten eben Verständnis schaffen, weil eine Mutter auch natürlich ein Interesse daran hat, ein Leben zu führen, die Sehnsucht nach einem Partner, ja, deswegen ja auch die Suche, der Umzug und so weiter. Ne? Es gibt auch eben Erklärungen. Und das aufzudröseln, so, das ist ja unsere Aufgabe. Daran sehen wir das eben, dieses Menschliche dahinter auch zu zeigen. Ne? Man kann da moralisch drauf gucken, man kann sich ja wissenschaftlich drauf gucken, aber letztendlich ist es immer eine soziale Beziehung. Ja, und wir Menschen als soziales Wesen und vor allen Dingen als Gefühlswesen, ja, weil egal mit wie viel Verstand wir glauben, eine kluge Entscheidung getroffen zu haben, Gefühl ist immer dabei. Ne? Affektlogik ist das Stichwort. Genau, und da passiert einfach noch zu wenig in Sachen Gefühle, dort darüber zu sprechen. Und das ist unser Ansatz, so nicht nur mit dem Thema Abhängigkeit, sondern auch mit den Themen Depression und wir jetzt auch in der im Bereich des betreuten Jugendwohnens auch. Wir haben auch jetzt einen Erfahrenen sozusagen, der so die sämtliche Stufen des betreuten Wohnens durchlaufen hat, wo auch ja viele Traumata, viel Geschichte hintersteckt und das Stigmata Heimkind, ich sage jetzt einfach mal, eine unglaubliche Kraft hat. Ja? Und so versuchen wir uns nach und nach an die Themenbereiche ranzuarbeiten. Deswegen auch der Name Stigma e.V., weil wir einfach der Meinung sind, man kann diese Dinge nicht isoliert voneinander betrachten. Ja? Also wir können uns dieses Phänomen Abhängigkeit, das Phänomen Heim, betreutes Wohnen oder angucken. Ja? ECD-10 können wir durchgehen sozusagen. Es steckt immer eine Gefühlsebene, es steckt immer eine Beziehungsebene, es steckt immer ein Miteinander drin und das ist wichtig, das in den Blick zu nehmen. Ja, und dafür setzen wir uns ein. Herzlichen Dank. Ihr bleibt auf jeden Fall noch und seid für Gespräche noch da. Wir haben ein kleines Geschenk für euch vorbereitet, für so viel Anstrengung während der Hinfahrt. Das muss ein bisschen belohnt werden. Du hast eben über die Sucht Zucker gesprochen, aber wir haben ein bisschen Zucker mitgebracht. Das ist was Leckeres gibt. Geile Schokolade. So, genau. Das ist fürs Hotel, Schatz. Genau, wir haben für jeden von euch ein kleines Körbchen mit Leckereien. Lasst es euch schmecken. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich freue mich auf die Veranstaltung morgen. Das ist erstmal euer Applaus. Herzlichen Dank. Yeah. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank.
Dann möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass die Buchhandlung Monika Krämer da vorne ist und natürlich dein Buch auch hat und du gerne noch darüber gehst und ein paar Bücher signierst. Ja, auch wenn gleich euch noch eins kauft, signiere ich euch das. Ja, ne? Kauf gerne zwei, mache ich auch zweimal. Genau. Also ihr solltet auf jeden Fall, der André geht gleich rüber und die beiden stehen noch für Fragen zur Verfügung. Auch das Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle ist heute vor Ort. Also wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich auch gerne an uns. Ansonsten herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ihnen alle eine schöne Vorweihnachtszeit. Dankeschön.